Servus. Ich bin der Kapo. Wir haben 1958, der Adenauer ist Bundeskanzler und der Presley ist der King. Wir sind da im Club Paradiso, im berüchtigten Bahnhofsviertel. Da, wo ich das Song hab. Und wo das sündige München daheim ist. Ah, ich merk schon, das kennen ja einige da herin. Ja, das Paradiso ist nicht mein einziges Etablissement. Für mich laufen ein paar Dutzend Zuckerschneckerl. Und zwar gern, weil bei mir geht's ihnen nämlich gut. Da hat sich noch keine beschwert. Die brauchen ja zum Abend nicht einmal richtig aufstehen. Logisch, das vergunnt natürlich nicht jeder. Und was man nicht alles nachsagen darf. Aber denen zeige ich schon, wo der Bartel an muss halt. Also, habt ihr mal lieber? Dann schaut's einfach selber. Ich verstehe leider nichts mit dem Rock'n'Roll. Den muss man laut werden, weißt du? Grüß dich, Ria, grüß dich, grüß dich. Bibi, ja, was? Die Ria? Ich glaube, heute schäbert's noch. Ein Glitter meinst du? Ein sauberes, ja, aber ein sauberes. Bibi, im Leben darf man auf zwei Sachen nicht geben. Auf ein schlechtes Wissen und einen Wetterbericht. Ich meine aber eher den Wetterbericht aus der Edstraße, meine ich. Razzia? Sagt wer? Der Zementbini. Und der weiß aus erster Hand, was der Zementbini ist. Ha, ja, freilich, den wir uns als erstes anrufen, ein Zementbini. Bibi, das Ding. Werd ich nicht zahlt, ja, ja, werd ich nicht. Du sag einmal, weißt du, warum der Max uns heute alle zusammenkommen lassen will, will der? Fragen wir? Ja. Ah ja, ich hab dir übrigens dein Ratzengift mitgebracht, wie gewünscht hab ich. In der Limoflasche, sehr gescheit. Cola, Ria, Cola. Dann stell's noch hin, ich räum's gleich weg. Servus, Max, servus. Servus, Bibi. Du, sag einmal. Was denn? Warst du so beim Jagen? Spinnst? Ich bin ja kein Anfänger nicht. Schön mit Anzug und Krawatte, war ich. So Serio-Dings, weißt du. Schlafen Sie fix! Halt dir ja keiner auf! Der ganze Bur ein Depp! Du, Bibi, ja, du weißt, dass dir jeder einzelne Finger abfällt, wenn du meine Platten umpatzt, gell? Ja, so, ehrlich. Mein, hast du es jetzt, ha? Ah, jetzt hab ich's. Sauber. Mach mal den Plattenspiel ein bisschen lauter. Okay, ah, jo. Tut alles fast aus! Bei einem Rock'n'Roll muss man laut werden, gell? Hey, Vorsicht! Bibi, neue auflegen. Ja, aber du hast doch gerade noch gesagt. Ah, jetzt darfst. Na, dann pass auf, jetzt pass auf. Ja, weißt du, Ria, ein Rock'n'Roll, den kann man nicht einfach hören. Ein Rock'n'Roll, den muss man spielen. Und jetzt tust du mal langsam, ja, weil ich bin noch nicht arbeitsfähig. Ja, das sehe ich schon ein, ja. Gehschaden kann man schlecht arbeiten. Du, Max, kennst du den? Na, bitte nicht. Nein, das ist ganz neu. Ria, keine Witze und deine schon dreimal nicht, ja? Also, pass auf. Treffen sich zwei Freundinnen. Sagt die eine, du, mein Mann, der hat mir einen Chinchilla von seiner Reise mitgebracht. Na, sagt die andere, keine Sorge, mit Penicillin bringst du ihn schon wieder weg. Kennst du ihn schon, gell? Nein, kenn ihn nicht. Na, freilich, kennst du ihn schon. Und was macht der Zahn? Angebohrt. Bisschen genauer. Klasse oder geht schon oder ja, mei. Na, sagen wir mal Liz Taylor, so als Hausnummer. Geh. Ich sage dir, ein steiler Hase.
Ich hab gleich am Holzkirchen der Bahnhof auf uns abgefangen, Tobi. Rosenheim? Nein, Rosenheim ist durch. Da gibt nichts Gescheites mehr. Niederbayern? Ja, Straubing oder Plattling. Auf jeden Fall irgendwas am Inn jedenfalls. Name? Anna. Alter? Jung nur für die Arbeit, alt nur fürs Papier. Hört sich gut an. Du, alles unter 21 war gegen dich, gell? Bin ich ein Schulbuhr oder wie? Ah, ja. Du, und dein Gesteh hat dich, mir legst am Arsch. So eine Mischung aus Brokkoli und gelbe Ruhren. Du, Baby. Hey, ernsthaft? Ich bin total der Kavalier, weißt du das ja eh. Aber hinschauen muss ich doch, rein beruflich gesehen, oder? Mhm. Und wo ist sie jetzt? Ja, die Gitti ist mit ihr beim Hertie. Ich hab gesagt, sie dürfen wieder ein 50er auf den Putz hauen, hab ich gesagt, sag ich. Passt, dann ist uns gleich mal was schuldig. Du, auf dem Club weißt du noch nichts. Du bist narrisch, nein. Sie legt Wert darauf, in einer katholischen Hauswirtschaftsschule gewesen zu sein und will nur in einem anständigen Restaurant bedienen, Rudi. Ja, die werden wir schon anständig katholisch machen, die Anna. Du, Max? Ja. Ah, nix. Nix. Du bist gestern im Fischerbett gesehen worden, bist du. Sagt mal. So. Ja. Na, wird schon stimmen. Wie man das sagt. Max, wir haben nichts zum Tor mit dem Geil. Westenrieder und Müllerstraße, Viktualienmarkt, das ist nicht unser Geil, ist das nicht. Du, die haben ein unglaublich gutes Lüngerl im Fischerwirt. Schützen, Goethe, Senefelder Straße. Das sind wir. Die sind Gesetze quasi. Du, seit wann interessieren wir uns denn für Gesetze, Bibi? Für die ungeschriebenen schon. Weißt, ich mach mir lieber meine eigenen. Das ist einfach praktischer. Und jetzt pass auf, heute Nacht treffen wir uns alle da im Hof. Der König spricht zu seinem Volke. Der König? Was für ein König, bitteschön? Ja. Dass ich nicht lache. Also wenn einer der Kini ist da, dann ist es der Kapo. Und der ist Eichhastl, das ist der. Ja, und das noch ganze 3 Wochen. Das erste Mal in seinem Leben ist der im Bau, gell? Du, Bibi, Stadelheim muss man mal gesehen haben. Die meisten Münchner kennen die Sehenswürdigkeiten in der eigenen Stadt nicht gescheit. Wenn der rauskommt. Wenn der rauskommt, dann werde ich sauber anschauen, was sie in 6 Wochen alles ändern kann. Jetzt mal was anderes. Warst du beim Rembrandt-Rudi in der Tullbergstraße? Ah ja, freilich war ich. Gut. Freilich. Halt, zulassen war ausgemacht. Ah ja, freilich, genau. Und in der Hütte Verstecker war ausgemacht. Genau. Du hast ja nicht reingeschaut. Nein. Tatst du nie. Nein, nie darf ich jetzt nie. Eben. Warum lässt du beim Rembrandt-Rudi Ausweise fälschen? Ausweise, von deren du die alle für einen Kapo laufen. Ausweise, die alle ausschauen, wie echt nur die Geburtsdaten sind jünger gemacht sind. Die. Hast nicht reingeschaut, gell? Nein, da die nie, da die das nie. Mhm. Also? Da waren die alle minderjährig, sag einmal. Bibi, hör's Dinger auf, lass das Leid machen, die das kennen. Mhm. Gute Arbeit. Max, was hast du vor? Du hast mir einen gefallen und passt auf den auf für mich. Das ist schon komisch mit Kapo, gell? Jetzt macht der ewig Geschäfte mit den Amis. Da einmal ein Beutel vom Audi verkauft, da einmal ein bisschen eine gestohlene Sache verräumt. Und nie feit was, hä? Bis jetzt. Wie wenn einem etwa hingehängt hätte oder so. Gell, so viel Schneid hat doch keiner. Oder so blöd ist keiner. Im ganzen Viertel fragt man sich, wer hat sich das traut, an Kapo hinzuhängen. So ist recht. Also hast du doch du hingehängt. Schmarrn. An die Blauen verpfeift man nicht. Das tut man nicht. Und warum tust du denn so geschäftig und geheim tust? Lieber Bibi, alles zu seiner Zeit. Also gut, ich nehme den Schlüssel. Hm? Aber nur mit einer Bedingung. Du versprichst mir hoch und heilig, dass du mit deinem Ausweis nichts gegen einen Kapo vorhast. Hoch und heilig. Und du ziehst mich in nichts mit dem Kapo nicht mit nein. Nein. Weh, du legst mich an, Max. Da die mir. Ich glaub dir kein Wort. Schwör. Gut. Ich schwör beim lieben Gott. Das ist Zwing. Schwör auf deine Nirtenhosen. Und auf die Lederjacken. Und die Lederjacken? Ja.
Gut. Bibi, ich schwöre, ich zieh dir nichts mit dem Kapon nicht mit rein. Gut. Gut. Also. Na, bin jetzt der Hebel jetzt. Passt, bis später. Und merci. Ja, ja. Ja, hey. Du, Max, frag doch die Ria einmal nach dem Wetterbericht, frag sie mal. Du hast den Lärm vorbei, ich nicht, oder wir? Er wird halt so viel Ehrfurcht vor dir gehabt haben, dass er sich nicht traut hat. Grüß dich, Wohnnieder. Aber du traust dich schon ganz schön viel, Herr Hummel. Hast du das also auch schon da kneist, ja? Max, ich muss mit dir reden. Sie, gell? Für die allweil nur sie. Ich hab ja gesagt, Herr Hummel. Also, was ist los bei dir zurzeit? Im Viertel wäre keine Ruhe, ein Gerücht nach dem anderen geht um und um. Beispiel? Zum Beispiel soll es heute eine wichtige Versammlung geben. Bei euch. So, so. Um was geht's denn da? Ich weiß nichts von keiner Versammlung. Und dann das Gerät. Der Kappa, der Dirndl und der 21 Lach verlassen. Geh. Da hat er ja gegen einen Kuppelparagrafen verstessen. Eben. So was macht man doch nicht einmal bei euch. Du, wir sind eine ehrliche Blasen. Aber was der Kapo himself macht, lege ich meine Hand nicht dafür ins Feuer. Dann ist da was drauf. Also ich weiß bloß, dass der Bibi irgendwelche Ausweise für einen Kapo verstecken hat müssen. Ausweise? Angeblich. Sagt man. Wenn es so war, dann war er ja geliefert, der Kapo. Sagen wir mal ja so, der Kapo ist eh die längste Zeit der Chef im Viertel gewesen, weil der hat seine Leute nicht mehr im Griff und das nicht erst seit er im Bau hockt. Und wer war dann mein neuer Ansprechpartner bei Bazi-Geschäften, Agro und KKG? Brauchst nicht weit gehen. Da schau her, kaum ist die Katze aus dem Haus und ich sollte jetzt bei der Thronbesteigung helfen, oder warum sagst du mir das alles? Hat wer was gesagt? Zum Beispiel das da. Fällt das dann auch schon unter deine Zuständigkeit? Die Masse Bier auf der Wiesn kostet in diesem Jahr 1,70 Mark. Sag einmal, spinnen die, das ist ja ausgeschammt. Drüber. Der Postraub. Ich, mir. Tut mir leid, weiß ich gar nichts. Unbekannte haben in der gestrigen Nacht durch ein trickreich getarntes in den Waggonboden gesägtes Loch Geldkassetten der Deutschen Bundespost mit Banknoten im Wert von 60.000 Mark entwendet. Ja, der kann sich jetzt Wiesen leisten. Und? Und? Und nix? Mann, du bist bei der Sitte. Und ich hab gemeint, dass mir mein Gefühl noch nie im Stich lassen hat. Also, wenn ich der. Es ehrt mich, dass du mir sowas zutraust, aber dass ich mich unter einen Eisenbahnwaggon einflamme, dafür bin ich leider zu gut angezogen. Du, Ria, bist du schon über 21? Hä? Siehst das? Ah, was möchte denn er? Schleicher, meine ich. Ja, das meine ich auch. Man geht nicht ungefragt in andere Leute Stuben rein. Jetzt einmal ganz langsam. Ich habe hier lediglich einen Hof betreten. Ja, für dich ist vielleicht der Hof, für uns ist stumm. Für dich, Honeder. Max Hummel, hoffentlich hat's dich nicht einmal beim Knack. Bei irgendwann kann ich euch schon mal was nachweisen. Dass du nicht aufgibst, Herr. Wir sind doch kein Puff. Das Paradies ist ein stinknormaler Animierbar mit ein paar Separés für einsame Herzen zum Ausruhen. Zum Ausruhen solltet ihr vielleicht nicht in die Separés reingehen. Da, jetzt reißt die Fall zusammen, gell? Du bist ja in einem anständigen Haushalt. Morgen früh wird die Welt schon ganz anders ausschauen. Ja, morgen früh gehen wir erst einmal ins Bett. Ja, schauen wir mal. Du, Georg? Ja. Lass dich nicht aufhalten. Max, wer hochsteigt, kann dir freuen. Ja. Vierte. Morgen früh? Wieso ausgerechnet morgen früh? Gäh, der macht sich doch gerade wichtig. Der Bibi hat vom Zementbini gehört, das kann heute Nacht einmal sauber schäbern. Razzia? Heut? Mir nicht.
Weil der Zementbiene das wisst hat, ausgerechnet. Ja, weiß man's. Und, haben wir schon eine neue? Ja. Wo ist? Mit der Gitti beim Herti. Passt. Das dauert. Ich glaube, ich brauche mal einen Neuer, so ein Club, so ein Verrecks. Max, wie schaue ich ihn eigentlich aus? Ja, mei. Also, Max, wenn eine Frau dich fragt, ob es dir gefällt, dann ist es ungefähr das Verkehrteste, was du sagen kannst. Ja. Gut schaust du aus. Echt? Ist die Farbe nicht ein bisschen zu gewöhnlich? Nein. Ich möchte nicht wie so ein stinknormales Truschall aus Heidhausen daherkommen oder aus Mosach oder noch schlimmer aus Trudering. Weißt sie, Fünferl. Ja, was erwartest du denn, wenn du einen Tauch wieder neu hängst? Da war es gerade noch nicht einmal warm. Max? Ja? Du passt fein auf, dass dich beim Kapo nicht brennst. Der hat's doch einfach übersehen. Schau, die Jugoslawen drucken ins Geschäft rein und er macht weiter, als war nix. Der Levi von der Madame Bau hat letzte Woche verkauft. Ja? Ja, verkaufen müssen. Ria, der Levi. Ich konnte nicht mehr länger zuschauen. Du? Ja, ich. Du mächtiger Häuptling, du kannst ja noch nicht einmal einen einsamen Jungen fragen, wie ein Kleidl ist. Ja, schön, nicht schön, ist doch eh wurscht. Was man sagt, ist verkehrt. Das ist halt einfach ein Kleidl. Das ist echte französische Kunstseide, du Ignorant. Ja, dann huckst halt einmal deine Haare auf, vielleicht wird's noch besser. Ja, warum sagst du nichts, du Hagel, du Gescherde, lauf die ganze Zeit mit meinen Haaren und das noch hohen hinter dem Deppen. Merkt man doch eh kaum einen Unterschied. In einer Viertelstunde möchte ich alle im Hof sehen. Vorspiel. Was? So spät ist schon. Ja, schau mal auf die Uhr. Ja, wir denn? Du nimm einfach einmal deine Masken ab. Das darf das Ganze eventuell erleichtern. Kannst du mich bitte mal vorbeilassen? Na, ich trockne, das sieht man doch. Geht durchs Haus, wenn's denn aufmixt. Ja, die sind wir schon die rechten Gentlemen. Hey, tust du sofort. Kappen wieder her. Gitti, der Weg ist frei. Dank dir, Max. So, darfst du wieder hier sitzen. Ja, danke, ich steh lieber. Ah, ist das die Neue? Ja. Grüß dich. Die Ria, deine Chefin. Grüß dich. Ich brauche eine Stelle als Bedienmann. Ja, weiß schon. Was ist das für eine Wirtschaft da? Ah, kleine Speisen, kleine Getränke, großer Verdienst. Bedienstschürzen und Heiberl werden vom Betrieb gestellt. Madel, bei uns, da zirkt man sich nicht an, sondern... Nein, nein, ich glaube, du musst nichts anziehen, was du nicht möchtest, oder? Nix. Nein. Möchtest du meine Zeugnisse sehen? Nein, ich sehe alles, was ich brauche. Scheißen darfst du mich nicht. Ich bin in einer katholischen Schule, in einer katholischen Gemeinde. Mit dem Schmarrn kannst du gleich wieder heimfahren. Also ich finde das schön. Das Katholische. Ich war da sehr gut im kalten und im warmen Buffet und meine Schweizer Schnitte ist prämiert worden. Ja, wir verdienen unser Geld eher mit der Münchner Schnitte. Ja, die lerne ich auch noch. Aha, ja. So, und jetzt ziehst du dich um, in 10 Minuten ist Vorspiel. Was? Ja, wir eröffnen jeden Abend miteinander. Ein Ritual quasi. Ach so. Ja, freilich, alles klar. Mhm. Jetzt komm, ich zweite dein Zimmer. Ich bin übrigens die Anna, Anna Hirler, weil du mich so nett nach dem Namen gefragt hast. Hab ich die Ehre. Und nein, danke, meine Koffer kann ich schon selber tragen. Aha. Hast du ein Make-up? Herr Rouge? Ja, einen Knigge habe ich mir gekauft, damit ich weiß, wie man sie benimmt. Ja, bloß nicht. Und mir müssen wir da noch mal ratschen, weil das war ja dann für mich vielleicht auch was, das Katholische. Ich weiß noch nicht, viel. Ha? Ja, das Dirndl aus Niederbayern. Alles klar? Ja. Auch in Niederbayern wird man wohl wissen, wo Kinder herkommen. Ja, im Allgemeinen schon, aber im Speziellen. Ja, das wird's lernen müssen. Du, ich bin da gleich noch mal geschwind dahin. Bringst du mir Chicks mit? Gloria. Ja, freilich.
Ja, Pulver, Schinger werden sie es mir nicht. Und die zahlst jetzt einmal sauber, du, meine ich. Ich zahl der Herrin jetzt dann eh bald alles. Weil ich bin ab jetzt der Kapo. Also, see you later, Alligator. Der neue Kapo, hä? Ein Früchterl, was kein Friseur braucht, sondern einen Ölwechsel. Was noch nie nichts zerrissen hat im Leben, außer die Hosen, die ich ihm geflickt hab. Maxi, ich hab immer zu dir geholfen, aber wenn du dich gegen einen Kapo stellst, da hilft der keiner. Frag einmal den Salami-Rainer. Wer ist das? Ostfriedhof. Dritte Reihe links. Der ist so voller Blei, da wächst kein Blei mit drauf. Sag einmal, träumst du, Depp Damischer? Ja, ich bin nicht mehr der kleine Max, der aus dem Kinderheim stiften gegangen ist. Damit du, wenn du so tust. Kennst du den schon, da wo der Adenauer in die Bäckerei? Okay. Max! Die Anna ist nicht blöd. Die schnallt bald, was wir verladen sind, und dann ist gleich wieder fort. Also, wir brauchen einen gescheiten Anker. Die Arbeit hält noch nicht mit. Du wirst mit ihr durch die Stadt ziehen, fragst, was möchtest. Irgendwas möchtest bestimmt, ein Ringerl, was weiß ich, Hauptsache daher. Und dann sagst du, dass wir alles zu jeder Tages- und Nachtzeit besorgen können. Beeindruckst, das wirst du ja wohl zusammenkriegen, oder? Blöde Frage, ich bin ja Anfänger, oder was? Und deine Rede, ich dachte, die kannst du in den Haar schmieren. Das werden wir dann schon sehen. Ja, das sehen wir dann schon. Mein Bub. Habt ihr es noch zu, oder wie? Dann schau doch mal auf die Uhr, geht er mal. Nein, der möchte mich in der Großstadt sein, dann kannst du am Nachmittag nicht einmal in einen Nachtclub gehen. Eben. Nacht wird's gerade einmal. Aber weißt du was, weil ihr Herz habt, schon so arme Lackeln mit dir, nehme ich dir jetzt mit. Und schenk dir schon mal was ein. Ja, und der Musi? Weiber? Ja, wenn du den Zehner dabei hast, kannst du schon mal sie einwerfen. Bist du die Einzige, oder wie? Geschmarrn. Weil wenn du die Einzige bist, dann hat er dich schon noch mal weiterschauen. Du tust mal ein bisschen langsam mit dem jungen Hund, gell? Jetzt gehst du mal mit der Mama mit und dann schauen wir weiter. Ja, Kind? Nein, bin ich mit denen nicht. Ich sieh's. In ihr genau, da können sie mich eh anschauen. Wo genau? Ihr genau, da komm ich her. Das ist zwischen Schwarkirchen und Höbruck. Ah, da. So. Ja, weil ohne Leberfleck, ohne echten brauchst du gar nicht erst anfangen. Jetzt bist du in Minga, hast mich. Da schau her. So viel Femme Fatale hätte ich in Niederbayern gar nicht zutraut. Ja, aber schau, dass Oberbayern einen solchen Reservetatzern wie die hervorbringt, wundert mich wiederum nicht. Hauptamtlicher aufpasst vielleicht besser. Du lass auf einmal von derer nicht zu viel sagen, weil du sollst ja was Gescheites lernen. Red dir allweil so gescheit daher. Nein. Meistens ist es noch schlimmer. Du wirst schon auch noch auf den Geschmack kommen. Ja, mir gang's. Solche wie die kenn ich schon. Das Mairecht aufreißen und nichts dahinter. So. Was magst denn du für ein? Meine Lehrerin in der Hauswirtschaftsschule hat allweil gesagt, Anna, schau dir mal einen Mann, der nicht sucht, was er werden kann, sondern wert, was er schon ist. Ja, da muss ich jetzt dein Spotzen hier in Kastel ganz schön schnaffen, gell? Und was soll das jetzt genau heißen? Die Blädern waren mir schon allweil die Lübern. Such weiter. Ja, du, wie hat denn deine Lehrerin das so genau gemeint? Ich hab keine Ahnung, aber schön anhören tut sie sich. So, auf geht's. Frisiert, Vorspiel, ich hab schon einen sitzen. Ich hab schon einen Gast unten sitzen. Also. Ich darf jetzt ganz herzlich die Anna begrüßen, die ist ab heute neu in der Familie. Grüß Gott, Bernhard. Ja, und als Neuer hast du die Ehre, den heutigen Trinkspruch auszusprechen. Ein Trinkspruch? Ja. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ja, dann trinken wir heute halt mal auf den. Ja. Auf den lieben Gott. Auf den lieben
Gott! Herr Pulteide, was ist jetzt das für ein Schnaps? Das ist kein Schnaps, das ist ein Tonikum. Wir trinken doch keinen Schnaps bei der Arbeit. Also, auf geht's. Also, das Religiöse, das interessiert mich frei. Da müssen wir noch mal ratschen. Bitte! Ja, das kann man doch einmal fragen. Ich meine, wenn man schon mal eine vom Fach da hat. Auf geht's jetzt! Ja. Anna, du arbeitest heute noch nicht mit. Der Max wird dir ein bisschen die Stadt zeigen. In Schwabingen, in der Haifischbar soll er gewandte Kapellen spielen. Haifischbar? Das hört sich so nach einem Nachtclub an. Mein Lieber. Bernadette, in 10 Minuten erster Tanz. Was tanzt jetzt du? Ausdruckstanz. Ich sag's ja. Der ganze Bordepp. Waffenstillstand. Waffenstillstand. Wärst mir schon so eine Maus, tut Schmatzer sei. Aber mega da. Wie kommst du auf das? Oh, das sagt mein Gefühl. Also, egal wo wir heute hingehen, ja? Die Ostbahnhofblasen, die Viktualienmarktblasen sind tabu, mit denen redest du nicht, weil das ist nicht unser Guide, das sind die anderen. Und wie weiß ich, wer ist? Ganz einfach. Ich rede mit wem, wichtig, ich schau durch wem durch, unwichtig. Passt. Hey, nix so lange. Ich mein Rock'n'Roll tanzen. Du kannst dann Rock'n'Roll. Ja, freilich. Aber wenn es für den Papa kein Tanz, sondern eine Nervenkrankheit ist. Da kannst du nicht. Falle. Max, nee, hast du gehört? Ja, servus. Servus. Ja, oh, hey. Kannst du einen Racken rauchen, ja, oder? Freilich. Jetzt haben wir es schon gesehen. Ja, Max, hast du gehört? Moment. Bernadette, Ria, Gizzi, kennst du mal auf? Weißt du, wie ich gerade getroffen hab, Ja, wen denn? Was ist denn das halt für ein Geschlor? Auf geht's, komm jetzt. Ja, wen hast du getroffen? Ein Kapo. Ah. Was ist denn los? Razzia? Das kann nicht sein, der Kapo hockt. Kapo, was ist mit dem Kapo? Das wirst du jetzt gleich hören. So, jetzt passt's einmal auf. Der Kapo ist jetzt seit 3 Wochen im Bau. Wer ist der Kapo? Bernadette. Betriebsgeheimnis. Das kann ja sein. Und 3 Wochen gehalten sie ihm noch. Aber in den 3 Wochen wird sich viel ändern. Alles. Er war lang unser Chef, aber er wird alt. Er kommt nicht mehr mit den modernen Zeiten. Max. Was denn? Der Kapo. Ja, der Kapo. Ab jetzt bin ich euer Chef. Ich hab einen Kapo nach St. Adelheim gebracht. Und ich werde euch jetzt auch zeigen, wie wir weiter in unserem Viertel anschaffen dürfen. Ich hab alles genau geplant und für jeden eine Aufgabe. Der Kapo, wenn er aus dem Gefängnis kommt, bringt keinen Fuß mehr ins Geschäft rein, wenn wir bloß zusammenhalten. Was ist denn, was schaut es noch her so? Erfahre ich meine Aufgabe auch jetzt oder erst in 3 Wochen? Servus, Kapo. Du schaust, gell? Bin heute schon rausgekommen. Gute Führung, verstehst du? Okay. Ja, ja. Ich weiß halt, was sie gehört. Ich schon. Ja, dann. Willkommen daheim. Bibi, wo sind die Ausweise, was du mir gerade verzeiht hast? Da drin, da. Bibi. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Ja, wer ist denn Sie? Anna Hiela, ihr genau. Ich bin aber nur auf Probe da. Gehört's uns schon? Oder muss ich jetzt besser sagen, dir? Finger weg. Respekt, hat eine saubere Laufe, die kann gut laufen. Das geht dir nicht so. Ich werde von ihr leben müssen, aber jetzt mir wohl was sagen dürfen, oder? Die Anna gehört zu mir. Meinst du, ich lass mir von dir auf dem Kopf umeinander tanzen? 3 Wochen sind lang.
Jetzt nehme ich das Dirndl mit heim. Und dann schauen wir mal, was sie kann. Hallo, aber sag mal, was wollt ihr denn ein? Hallo, ich bin bei Konfixen, verdammt! Gehen wir mal nach, hier kommen wir mal drauf! Hui! Bibi! Ich kündige! Huah! Spinnst jetzt! Ja, ihr habt jetzt hier geschissen! Weißt, Kapo, jeder hat seine Zeit. Und vielleicht ist deine einfach schon langsam abgelaufen. Und die Anna, wärst du in Frieden lassen? Du Maxi, ich hab mehr und mehr das Gefühl, dass du kein wirklich guter Geschäftspartner mehr für mich bist. Jetzt hört doch mal auf, jetzt war Max, Kapo. Das ist jetzt ein Maikei. Bibi! Ja? Du möchtest doch sicher keinen Ärger, oder? Na? Schau, und darum kommst du jetzt schön langsam dafür. Bibi. Manche Sachen gehen einfach nicht, Max, gehen nicht. In unserem Metier ist einfach wichtig, dass man einen Freund hat, auf den man sich verlassen kann, Maxi. Und ihr sperrt jetzt die Türen zu, damit er nicht auf die Straße läuft, versehentlich. Kapo, ja. Du machst mich ganz narrisch mit deiner Pistolenfuchtelei. Das ist doch ein dummer Bub. Kennst du ihn doch, hä? Auf geht's jetzt! Ab! Und ich kümmere mich dabei um die frische Kleine. Und jetzt die drauf, da kannst du ja auch was fort machen, das verstehe ich. Ja, dann werden wir mal zeigen, was wir in München alles kennen. Lass die Anna in Ruhe! Max! 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 Jetzt holst du einen Sanker Schnee. Kann ich dir keinen Sanker aufmachen? Ich brauche keinen Sanker mehr. Hab's du doch gesagt, dummer Bub. Dass du allweil gescheiter sei willst. Sie hat's doch nur gut gemeint. Was heißt das, sie? Du? Die Ria, ja. Du bist ja die Ria. Nein, bin ich nicht. Bibi? Bibi, wir brauchen noch keinen Sanker. Jetzt lustig. Jetzt ist schon wieder gut. Jetzt geht's schon wieder normal da. Sie können dich nicht hören, Max. Was ist denn los? Was schaut's denn alle so um? Mir geht's gut. Ja, bist du jetzt auch bei mir. Jetzt hast du es geschafft. Was? Dein Leben. Weil? Weil du tot bist. Ach so. Wie tot? Jetzt so richtig? Ja, bist gerade in der Kugel eingelaufen. Ja, vom Kapo, dem brutalen Hund. Ja. Meine lustige, schöne Super Ria. Nein, ich bin nicht die Ria. Ich schau nur so aus für dich. Wer bist du dann? Ja, der liebe Gott. Ich bin aus der Kirche austreten. Das ist ja mir wurscht. Nein, jetzt du schaust aus wie die Ria, du redst wie die Ria und jetzt wirst du noch einen blöden Witz verzeihen. Und schau, ich steck in einem jedem drin. Jetzt gerade in der Gestalt von der Ria. Langsam, ich hab bloß mein Volksschiff fertig gemacht. Also beinahe. Ja, wie hast du denn gemeint, dass ich bin? Gar nicht. Also, ich war mir eigentlich nicht ganz sicher, ob es dich gibt. Oh. Also ehrlich gesagt, war ich mir sicher, dass es dich nicht gibt. Aha. Ja, jetzt weißt du es ja besser, komm. Was? Geh mal. Wohin? In dein neues Leben, du bist tot, Max. Das geht aber nicht. Weil? Weil, da bin ich gänzlich unbegabt. Die haben's erschossen, Himmelherrschaftszeiten. Flucher darf man nicht. Ja, wenn nicht ich, wer dann? Geh mal. Na du, Ria, also, lieber Gott. Ich weiß schon, ich hab nicht alles so ganz richtig gemacht in meinem Leben, gell? Nein. Du, jetzt hab ich eine saublöde Idee. Was tätst du denn da verhalten, wenn ich das einfach nur mal neu probier? Was?
ja, das mit dem Leben und so. Ja, merkst du noch mal zu? Schon gern. Können wir da irgendwas machen? Machen? Ja, irgendwie was deichseln, ein Geschäft dann machen. Mit mir? Das ist leider das Einzige, was ich kann. Ja, was wäre das dann? Ein Freigetränk im Club Paradies und ich lasse dich wieder zurück? Na ja. Ja, Herrschaftszeiten, jeder hat doch eine Chance verdient, oder? Ja, dein Leben war die Chance. Das Leben, Max Hummel, das kann man sich nicht kaufen. Dann schenken wir's. Nenn mir nur einen einzigen Grund, warum ich das tun sollte. Ja, weil... Mei... Bisserl wenig. Bei dir ist sau kalt. Das machst du selber. Ich bin so kurz davor, dass ich am Kapo einen Bohnen unter die Fürst wegziehe und dann war endlich wieder Chef. Wegen dem Schmarrn nix, du wieder zurück. Ja... Und wegen der Anna. Oh mei, das war eine schwere Geburt. Mit reißt's inwendig, wenn ich weiß, dass der Kapus sich dir unter den Nagel reißt. Da wäre sie nicht die Einzige. Aber bei der Anna, da tut mir das Herz ja so weh. Mir ist da so anders. Mir ist, als wäre ich wieder ein kleiner Bub. Damals hat mir der Scheiß gekriegt, das weggenommen. Und jetzt, du, zweimal hält mir das doch nicht aus. Und jetzt? Na, bitte lass mich zurück zur Anna. Wenn's dich nicht mag, dann hab ich's wenigstens probiert. Gut, du kriegst deine Chance. Ich lass dich noch mal auf die Erde zurück. Echt? Boah, weh, du bescheißt mich. Mach ich eher selten. Ja, gut, dann. Das ist jetzt wieder locker. Ja, so einfach geht es aber nicht. Weil? Weil ich eine Bedingung hab. Aber jetzt weg. Du wirst eine Nacht lang die Wahrheit sagen. Und wenn du das schaffst, bis die Sonne aufgeht, dann lasse ich dich leben. Das ist gewandt. Passt, für dich. Max? Ja? Wenn nicht, stirbst endgültig. Ausgemacht? Ausgemacht. Aber nur eine Bedingung. Nur eine? Ja, lern der Ria Rock'n'Roll. Der Ria hat die da schauen. Das ist ein Traum von ihr. Ja, aber geh doch nicht mit der Ria. Ja, dann halt den Bivi, der möchte es auch lernen. Den Bivi schon dreimal nicht, spinnst du? Also dem. Hä? Also dem kann ich gar nicht an Rock'n'Roll. Ja, schau. Zum ersten Mal die Wahrheit gesagt. Das kann ja lustig werden. Also, Nahat. Bis später. Ja, bis später. Na, halt, nicht bis später. Weinflaschen umeinander und der Müller-Thurgau ist fast aus. Na, freilich ist der aus. Ist das jetzt so klar? Und wie klar das ist. Du in die Heute, den sowas von gleich, das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen, wie gleich, dass ich dir den hol. Oh, ist in Ordnung bei dir? Du weißt gar nicht wie. Der Tag geht ja schon gut los. Du, Max, kennst den schon? Treffen sich zwei Freundinnen. Da sagt die eine, du, mein Mann, der hat mir einen Chinchilla von seiner Reise mitgebracht. Da sagt die andere, keine Sorge, mit dem Penicillin bringst du den Quiz wieder weg. Geh weiter, jetzt kennen wir schon. Ja, Ria. Ja. Du bist einfach nur die Ria. Ja, wer sollte ich sonst bitteschön sein? Der liebe Gott vielleicht?
Die haben zwar Spot Money. Na, der Herr hat sich ja noch nicht eingeschrumpft heute. Ja, ich leb ja. Ich leb! Ich leb! Jetzt spinnt er komplett. Bibi, ist die Anna noch beim Einkaufen? Was für Anna? Ja, die von Niederbayern, vom Bahnhof, die. Woher warst du jetzt von der Anna? Ach, ja, hast du das jetzt aufgerissen oder nicht? Ja schon, aber das kannst du doch gar nicht, hab ich dir noch gar nicht, kannst du gar nicht. Glaub mir's, ich schau gar. Du, Max? Ja, ich war beim Fischerwirt, und? Woher weißt du, dass ich das jetzt fragen wollte? Bibi, jetzt pass einmal auf. Die Anna darf überhaupt gar nicht erst da herkommen. Weil? Weil ich nicht will, dass die da reinrutscht. Aha. Ja, und was hast du bitte beim Fischerwirt gemacht? Ach, okay. Der Kapo, wenn das rauskriegt. Max, das ist nicht, nicht unser Geil, ich weiß schon. Ist das nicht. Du, Bibi, stell dir mal vor, der Kapo da sagen. Bibi, jetzt musst du entscheiden. Der Max oder ich. Was darfst du dann sagen? Du kommst jetzt auf den Schmarrn. Nein. Was darfst du sagen? Ich darf mich natürlich auf deine Seite schlagen, logisch, Daddy. Gut. Tu mal den Rucksack her. Ah ja, genau, der Rembrandt-Rudi. Ja, du warst dort, weiß ich schon. Genau. Na, sperren wir's gleich, gell? Sperren wir, gell? Nein, das ist jetzt irgendwie keine gute Idee mehr. Nein? Nein. Und jetzt? Jetzt verstecken wir den nicht da, sondern du nimmst mit zum Bahnhof und sparst ihn da in ein Schließfach ein. Also derweil einmal gut aufkommen. Gut, dann mach ich das, mach ich das. Und wann treffen wir uns da alle heute auf Nacht, alle? Lieber Bibi, wir treffen uns überhaupt nicht heute auf die Nacht. Nicht? Nein. Aber du hast doch alle hergestellt. Ja, und jetzt bestell ich alle wieder weg. Max, irgendwie überrascht du mich immer wieder irgendwie. Bibi, irgendwie überrascht mich überhaupt nichts irgendwie. Du, und jetzt tust du die Ausweis ins Schlüsselbach. Was Ausweis sind da drin? Bibi, du nicht, also wir wissen beide sehr genau, dass du schon längst reingeschaut hast. Also Ausweis ins Schlüsselbach und Anna abfangen. Was ist denn noch? Ich mach das. Aber nur, wenn du mir hoch und heilig versprichst, dass du mit deinen Ausweis nichts gegen den Kapo vorhast. Bibi, ich schwöre dir, bei meiner Nirtenhosen und der Lederjacken, dass ich mindestens genauso ehrlich bin wie du. Ja, und du ziehst mir nichts mit dem Kapo nicht mit rein, gell? Jetzt vertrau mir einfach. Und wo bringe ich die Anna hin, wenn nicht daher? Zum bisschen heißen am Stauhaus. Da komm ich dann hier und hol's. Du, und nichts zu Nermanns. Vor allem nicht zu Ria und zum Kapo. Aber der Kapo sitzt doch eh nur 3 Wochen. Bibi, 3 Wochen gingen manchmal schneller rum, wenn man meint. Hä? Auf geht's jetzt. Oh, au. Hey. Du, Max, frag doch die Ria einmal. Noch ein Wetterbericht, weißt schon. Frag's einmal. Grüßen, Lärm. Na, komm, nicht nur mal. Honi, da geh mal her. Geh mal her. Georg Honeder, heute freue ich mich sogar über dich. Wir? Wenn's bloß nicht alle so wieder schauen darfst. Was? Sollen wir nicht du zueinander sagen, Schorsch? Ich bin der Max. Du, sie brauchen mir gar nicht so kommen, gell? Ich kenne eure Maschen schon. Nein, ich freue mich wirklich. Ja, die Freude wird da schon noch vergehen. Also, ja, mal. So. So? Ja, jetzt hast du mich jetzt, haben sie mich ganz draus gebracht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich fragen wollte. Herr Honeder, Sie wollten fragen, was mit den ganzen Gerichterl auf sich hat. Also von wegen, dass der Kapo angeblich Minderjährige laufen lassen hat und dass heute eine besondere Versammlung war bei uns und ob wir nicht doch auch noch was mit dem Postraub zum Teil hätten. Das wollten Sie fragen. Ach so. Ja, das kann sein. Und jetzt? Jetzt kannst du doch eigentlich wieder gehen, oder? Stimmt. Jetzt einen Moment einmal. Was noch? Jetzt weiß ich zwar die Fragen wieder, aber du, sie, ich habe überhaupt noch keine Antwort gekriegt. Ja, jetzt übertreiben wir es mal nicht gleich und gefallen uns erst einmal, dass uns wieder eingefallen ist, was Sie fragen wollten, oder? Ah, das mag ich. Der Besuch, der ungefragt in andere Leute Stunden einmarschiert. Jetzt einmal langsam. Ich habe hier lediglich einen Hof betreten. Was ist denn heute los? Nix. Jedenfalls war bis gerade vorhin alles ganz normal. Herr Honeder, ich glaube, du wolltest gehen. Hier komme ich noch drauf, Birscherl. Sie, Birscherl. Gell, wir sind auf eigenen Wunsch noch beim Sie.
Du wirst schon an mit Inga. Ja, ja. Du, was ist mit der Zeitung? Ja, wolltest du mir nicht noch was aus der Zeitung vorlesen? Habe die Ehre. Aha. Hast du das schon gehört? Von dem Postrat, ja, freilich. Ja, aber was nicht in der Zeitung steht, ist, dass die Scheine angeblich alle registriert sind. Mit denen kannst du nichts anfangen, außer aufs Häusl hängen. Wer möchtest du das schon wieder wissen? Wetterbericht, Edstrauß. Ja und? Max, manchmal, wenn man zu viel möchte, verliert man alles. Okay, ich hab doch mit dem Postrat nichts zum Tor. Nee, aber dafür? Du, Ria, jetzt mal angenommen, also rein theoretisch. Nur jetzt mal angenommen, ich müsste jetzt sterben, so von heute auf morgen, zack, bumm. Wie kommst du denn jetzt auf das? Theoretisch, angenommen. Was darfst du dann machen? Ich darf mich sauber ärgern, dass du wieder vor der Arbeit druckst. Und dann darf ich ja nicht für deine Urne besorgen, weil ich Gartl nicht ausstehen kann und keine Lust habe, wegen deinem Grab was dran zu ändern. Und. Und? Ja, ich darf mich auch fragen, ob ich nicht vielleicht was hätte besser machen können bei dir. Der ist recht gut gegangen, der Müller-Torgau. Geht abstellt noch rein einmal ein paar Kisterl. Max, wenn du mir was verschweigst, dann war das jetzt die beste Gelegenheit, das zu ändern. Ja, ich versteh's ja selber nicht. Was soll ich sagen? Ja, wie wär's denn zur Abwechslung einmal mit der Wahrheit? Weil diese Dreckswahrheit, verstehst du das? Du, ich hab einen sau anstrengenden Tag heute, das zweite Mal schon. Machst du was hinter meinem Rücken, ja oder nein? Ria, reden wir später weiter, ich muss mich jetzt da langsam mal vorbereiten. Ah! Nein. Nein. Stirb einfach. Hilfe! Hilfe! Ja, Himmel, Herrschaft, Zeiten! So ein Klub, so ein Verreckts! Eh klar. Mehr wie er tot geht wohl nicht. So, red vielleicht mal jemand mit mir? Gott? Hallo? Hallo? Was ist denn los, Max? Na, bitte nicht. Hä? Du, komm doch einmal als Mahatma Gandhi. Oder als Marie Karek. Du, dann meinetwegen als eine Mischung aus die zwei, aber doch nicht einmal als Ria. Also denkst jetzt wenigstens öfters an mich. Ja, das kannst singen. Du, ich möchte sofort wieder zurück in mein Leben. Du hast dich nicht an die Verabredung gehalten. Gar nicht wahr. Wohl wahr. Du hast gesagt, ich darf nicht lieben. Und ich habe nie gelogen. Also, es war vielleicht auch zweimal ein wenig knapp, aber ich habe nie gelogen. Moment, es war ausgemacht, dass du die Wahrheit sagst. Ja, sag ich doch. Ja, da ist aber ein großer Unterschied zwischen Wahrheit sagen und nicht lieben, Max. Aufrichtig musst du sein. Moment mal, du kannst doch von keinem Menschen verlangen, dass er allweit Wahrheit sagt. Na, von dir schon. Aber die Wahrheit, das ist in meiner Branche quasi tödlich. Ja, die Wahrheit, das heißt halt ja in meinem Fall, ich müsste halt der Anna sagen, was wir mit ihr vorhaben. Das heißt halt, ich müsste halt einem Bibi verzeihen, dass er für mich bei der Bullerei einen Lockvogel spielen soll, ohne dass er es weiß. Und die Wahrheit ist auch, dass ich mir brutal in Hosenscheiß weiß sein kann, dass ich mich gerade sauber übernehme. Das sind neues Wahrheiten. Genau. Und die sollst du erzählen. Das geht aber nicht. Das ist ja jetzt eh wurscht, tot ist tot. Das geht noch viel weniger. Du hast deine Chance gehabt und hast das nicht genutzt. Das stimmt nicht. Maximal nur Themaverfehlung. Das Ergebnis ist dasselbe. Nein, aber so einfach geht das nicht, weil
Kann sein, du hast jetzt einfach gerade ein bisschen einen schlechten Eindruck von mir, aber ich bin eigentlich gar nicht so. Nicht? Nein. Sondern? Anders. Anders? Bist du nicht der Weiberheld, dem das neiste Gewand anhat? Bist doch der Maulheld, der sich vor nichts fürchtet und keine anderen braucht. Hä? Das bist doch du. Warum sagst du denn jetzt nichts? Weil ich gerade überlege, was taktisch die richtige Antwort ist. Schau, das war jetzt ehrlich. Also gut, dann mache ich das. So richtig allweil brutal die Wahrheit. Gut. Danke. Und Max? Ja? Aufrichtig sein. Ja. Max! Ja? Mein, alles in Ordnung mit dir? Ja, ja. Du hast scheinbar gerade einen Stromschlag gekriegt. Ja, nur einen kleinen. Mein, jetzt war mir voll ganz... Ja. Maria, ha? Was hast du mich gerade gefragt? Ja, genau. Ob du was hinter meinem Rücken machst, möchte ich wissen. Ja. Weißt, Max, in unserem Geschäft, da darf man viel scheißen, ausschmieren, aussackeln. Und man darf nicht gegen die eigenen Leute vorgehen. Man beißt nicht Hand, die einen futtert. Du weißt alles, oder? Ich bin ja nicht blöd. Ja, dann bin ich ja gerade völlig umsonst gestorben. Und der Stromschlag war scheint da ein bisschen fester. He? Also, ja, ja, es stimmt. Ich habe einen Kapo verraten, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Und ich habe einen Bivi ein wenig ausgenutzt, aber der hat das auch verdient. Weil? Ja, weil er mich auch hintergangen hat vom Kapo. Vom Kapo? Wann? Ja, gerade vorher. Also, gleich. Vergiss, es kompliziert. Oh. Mein, wieso anlegen, weil ich eh alles mitkrieg. Du, jetzt einmal was anderes. Wie schau ich denn eigentlich aus? Na, bitte nicht diese Frage, da fürchte ich mich. Na, weil du, Ria, schau, ich sag jetzt einfach mal gar nichts. Ja? Weil wenn ich sag, du schaust gut aus, ist nichts. Und wenn ich sag, du schaust nicht gut aus, dann ist erst recht nichts. Du, Herr Krampf, das stimmt ja gar nicht. Und wie, das stimmt. Woher möchtest du das wissen? Erfahrungswerte. Woher? Aus Leben 1. Also, da gefällt dir nicht, käme ich schon aus. Sag ich ja, da kann man sich nicht richtig verhalten. Ich finde, die Farbe ist ein bisschen gewöhnlich. Ja, wie eine aus Heidhausen, ich weiß schon. Gell? Du sagst es auch. Oh mein Gott. Herbstgewitter. Jetzt also, wie schau ich aus? Ha? Depp. Ui, du sag einmal, Ria, seit wann haben wir da einen Lido-Cola? Wir haben doch keinen Lido-Cola. Na! Max, nein! Na! Nicht! Ah, ist das grässlich. Oh, wir brauchen einen Tanker! Schnell! Heute einen Tanker! Wir brauchen einen Tanker! Schnell! Trinkt der Ratzengift? Du, jetzt langt mal für deinen Beut, gell? Du, kannst du mir meinen Rücken massieren? Ich bin so verspannt. Du bist der liebe Gott, du kannst bitte nicht verspannt sein. Mit dem, was ich alles zum Tragen hab. Und warum schon wieder als Ria? Glaubst du, ich kann zu der Frau kein normales Wort mehr sagen, weil ich habe bloß nur die Sieg. Ja, das Problem hast du jetzt nicht mehr, jetzt bist du ja da. Dürfer. Aber ich hab das nicht verdient. Oh, willkommen in der Ewigkeit. Ich kehr noch nicht daher. Schau, was hilft mir denn die Ewigkeit, wenn ich im Leben noch nicht fertig bin? Aber du hast nicht die Wahrheit gesagt. Du kannst doch zu einer Frau, wenn sie dich fragt, wie es ausschaut, nicht die Wahrheit sagen. Warum nicht? Du bist doch der, also die Allwissende, oder? Wir haben das
die Hauswirtschaftslehrerin von der Anna. Wir hatten die das gemeint, dass man werden soll, wer man ist. Was meinst denn du? Keine Ahnung. Je mehr ich vom Leben weiß, desto weniger kenne ich mich aus. Man ist halt, wer man ist, oder? Genau. Aber wer weiß schon, wer wirklich ist? Also, gehen wir. Na, bitte lass mich zurück zu Anna. Du bist aber echt hartnäckig. Bitte. Einmal noch. Ja. Aber Max, Wahrheit sagen. Ja. Und der Ria lernt sein Rock'n'Roll, das wünscht sie sich so. Wenn ihn doch nicht kann. Ja, dann machst du einen Tanzkurs. Also gut, meinetwegen. Gut. Danke dir. Also, wie schaue ich aus? Der Busen wird ein wenig zu gar zusammendruckt, allgemein nicht deine Farbe. Der Stoff schaut aus, als wäre er schon mal ein Vorhang gewesen. Und vielleicht solltest du in deinem Alter sowas einfach nicht mehr anziehen. Und deine Haare hast du auch alle noch nicht auf. Ja, warum sagst denn du nichts? Wie lauf ich rum und ich sag Haar nicht an dem Deppen? Max, du kannst dir nicht vorstellen, was am Stachus los ist. Vivi. Ja, ich weiß, wir sollten eigentlich nicht daherkommen. Nein, ich bin nicht froh, dass ich dich wieder sehe. So lange ist das doch jetzt auch wieder nicht. Nein, aber du glaubst nicht, was seitdem alles passiert ist. Na, was, verzeih? Wurscht, ich fühle mich jedenfalls wie ein Neugeboren. Mehrfach. Gitti. Und du, die mag ich ja so, wie ich dir überhaupt gar nicht sagen kann, dass ich die mag. So mag ich die. Entschuldigung, wer sind Sie bitte? Du, Max, übrigens Auftrag Schließfach ausgeführt. Hauptbahnhof Nummer 722. Nimmst du den Schlüssel und weg am Stachus. Moment. Was? Lia. Was ist denn mit der Lia? Der Lucky ist ein Geschäfter. Lia. Ich hab den nie wirklich Danke gesagt. Wofür? Dafür, dass du mir eine Heimat gegeben hast, da, die ich sonst nie gehabt hätte. Auch wenn ich allweil ein bisschen laut und stark da hab, bei dir war ja eigentlich doch allweil der kleine Bub aus dem Heim. Weißt, für mich bist du meine Mama. Mama. So viel Falten habe ich auch noch nicht. Nein, du schaust wirklich gut aus. Für dein Alter. Ehrlich. Grüß Gott. Grüß Gott. Ist das die Neue? Ja. Jetzt hört's mir doch bitte mal zu. Am Stachus ist der Kreis. Grüß Gott. Tja, kommen halt alle hinten einer. Gitti, zeig ja schon mal das Zimmer. Der Eingang ist vorne auf der Straße her, schaut die Steine beim Klo doch auch nicht beim Fenster rein. Ist das nicht ein Nachtclub? Na, Priesterseminar, wir stehen kurz vor der Weihe. So, jetzt kommst du mal mit. Und dann zeige ich dir ein paar fesche Dirndl, da bist du spitze. Ich wollte eigentlich bloß ein halbes Bier trinken. Ach so, bloß deswegen kommen sie zu uns, komm ich schon aus. Die Madeln, die arbeiten aber schon auch, oder? Spezialisiert darauf, verheirateten Männern das Verheiratetsein vergessen zu lassen. Verheiratet? Ich? Ja, mir nicht. Nicht? Ja, dann nimm mal das Eheringerl an, weil sonst klappt uns das heute keiner. Du Manni, hast nicht Unrecht. Meine Frau soll bisher nichts erfahren. Du hast nicht viel zum Sagen daheim. Oh mein, ich komm mir erst gar nicht zum Reden. Unser Mitleid hast. Da geht's runter. Danke. So, Max, jetzt hörst du mir bitte einmal zu. Max! Hallo, Max! Kennt ihr euch? Grüß dich, Anna. Grüß dich. Mir ist schon so, als würden wir uns schon kennen. Du weißt halt nicht, woher. Vielleicht aus einem anderen Leben. Der Max ist ein rechter Sprichbeil, hör einfach nicht hin. Bist du der Wirt da? Nein. Was ist das für eine Wirtschaft da? Das ist ein Nachtclub mit Striptanz.
Alle Dirndln, die da arbeiten, heißt mir Tischdamen, aber in Wahrheit dirnd's natürlich mehrer. Max, spielst du jetzt? Ein Nachtclub, sagst du also? Ja. Ja. Das hab ich mir schon gedacht, oder meinst du, ich bin auf der Brennsucht dahergeschwommen? Nicht, nein. Nein. Bediener tue ich aber mehrer nicht, das Kind soll euch einen Hut aufstecken. Sehr gut. Sehr gut? Ja. Du kommst jetzt einmal sofort zu mir. Nein, weil ich muss jetzt die anderen in Sicherheit bringen. Vor was und vor wem bitte? Ja, vor dem Kapo. Wer ist jetzt genau dieser Herr Kapo? Mein Scheiße, den kennst du jetzt noch gar nicht. Ja, das ist unser Vorgesetzter, der macht aber gerade eine längere Reise und... Nein, der kommt gleich. Weil? Weil ich das weiß. Komm. Weit wird sie aber nicht kommen, Zifix. Jetzt hört's mir doch einmal zu. Da läuft was heute Nacht. Der ganze Stachus ist voll. Ja, der Stachus ist immer voll. Aber nicht so. Wir waren gerade ein bisschen heisel. Da kommt auf einmal ein Zeisammlung nach dem anderen. Zuerst habe ich mir gedacht, die kommen vielleicht wegen die Warme, aber das sind immer mehr Wahnsinn, das. Die wollen wirklich das ganze Viertel ausheben heute Nacht. Ja, ja, auf geht's. Kommt, helft mal, die dürfen nichts finden bei uns. Meine Anna und mir müssen wir da noch mal reden, weil das interessiert mich für das Katholische. Also heute spinnen sie alle, da die sagen alle. Du, Max, hast du das schon gehört von dem Postrab da? Ja, freilich. Es sind aber alle registriert, die Scheine. Wenn die Reiber bloß einen von denen ausgeben wollen, dann hat... Wie bitte? Wer Unrecht tut, tut selten gut. Ja, ich muss... Tja. Haben sie uns alle recht allein gelassen. Schlimm. Nein, geht so. Hat sich der Bibi anständig aufgeführt? Ja, das ist ein ganz anständiger. Nein, Scheiße. Der Schlüssel. Bibi! Ja, lacht's noch alle davon. Nein, stimmt, du kannst nicht da bleiben, Kim. Ja, was, wohin? Ja, mit mir, ich schau schon auf die. Aber wir kennen uns doch gar nicht. Ach, du mich nicht, aber ich die schon. Jetzt Kim, bitte. Alle, wenn du mit uns. Das ist gänzlich ausgeschlossen, also wirklich gänzlich. Heute Nacht wenigstens. Was regt mir mit dermaßen auf? Hey, lass doch eine Razzia machen, die können uns doch nichts nachweisen. Bissl Ausweis kontrollieren von den Gästen und dann hauen sie wieder ab. Ja, und wenn sie Separés finden? Na, alles unsere Zimmer. Und was sag ich, wenn sie mich fragen, was ich da mache? Die Wahrheit. Die auswendig Lernende. Also die Arbeit, das ist das eine. Aber dass man immer das Gefühl hat, man tut, was verboten ist. Das hält dich nicht mein Leben lang aus. Was der mir denn groß verboten ist? Du, da gibt's wirklich Schlimmeres. Ja, aber auch Schöneres. Aber nicht für uns. Auf uns wart doch irgendwo auch noch ein Sohn, oder nicht? Wenn wir nur bei der Nacht leben und am Tag schlafen, wo ich kaum. Also das Paradiso, das ist nichts für mich. Auf Dauer jedenfalls. Irgendwo, da wart noch was auf mich. Das hab ich auch einmal gemeint. Glaubst du, das wert halt nichts mehr?
Krieg ich auch eine. Du, da kriegst du eine grobe Haut. Weißt's. Wenn ich mir die so anschaue, dann kann das wohl nicht stimmen. Möchtest du abhandeln, oder wie? Grob seid's nicht. Der wäre Preise wissen. Ja, das kommt ganz drauf an. Was du für Drinks haben willst. Ja, das kommt ganz drauf an. Ich krieg euch schon noch, braucht's nicht meiner. Wie schaut's aus? Sind schon weg, die Blauen? Ja, sind sie. Polizei ist für mich wieder eine saure Leber. Allein wenn ich es bloß sie könnte schon speim. Schlechtes Gewissen, oder wie? Nein, ein bisschen Schwarzgeld hat da hin auf der Seite, oder? So, ich ja weniger. Nicht? Arme Sau. In meinem Beruf kann man weniger schwarz arbeiten. Da tust du mir aber leid. Weißt du, die Arbeit am Bau, da geht immer was. Ich könnte dir schon ein bisschen was voran, wenn du magst. Sehr gern. Und was machst du nachher du so? Ich bin bei der Sitte. Was Sitte? Sitten, Polizei. Genau die. Geleg mich doch am Arsch! Ihr kommt nicht weit. Ist der Bibi da? Nein, ist er nicht. Aber die Blauen, also die Herren Polizisten sind da. Von Bibi nix. Nein. Grüß Gott, Herr Hummel. Hängst aber gescheit an ihm, hä? Könnt ihr noch mal kurz nachgehen, bitte schön? Schon wieder? Ich muss kurz mit dem Honi da unter vier Augen reden. Ja, gibt's da irgendwo ein Bad? Ja, freilich, Kim. Du musst mir helfen. Du? Sind wir jetzt wieder beim Du? Bernadette, musst du nicht in den Club runter oder irgendwas? Ich muss nicht einmal nicht. Ich darf sogar nicht. Also, wir könnten dir dann helfen. Ich finde einen Bibi nicht. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Du musst für mich rausbringen, ob den deine Leute schon aufgelegt haben. Und was ist wem? Hat er was ausgefressen, wird er dafür einstehen müssen. Da kann ich auch nicht helfen. Und wenn nicht, dann brauchst du ja nicht runter, oder? Du kennst doch einen Bibi, das ist ein Bazi, aber harmlos. Aber die Blauen dürfen ihn halt trotzdem nicht kriegen. Und warum nicht? Also gut. Pass auf, der Plan war folgender. Ich wollte einen Kapo als Chef vom Viertel aushebeln. Für das habe ich aber länger Zeit gebraucht, deswegen habe ich nie gehängt. Nicht mit viel, aber 6 Wochen hätten mir gelangt. Gelangt für? Für eine komplette Demontage. Erstens, ich strahle Rüchterl da im Viertel und bei euch am Präsidium. Der Kapo hat Hosenlauf verlassen, die noch nicht 21 sind. Mhm, habe ich gehört, ja. Siehst das. Und um das zu beweisen, habe ich zweitens für viel Geld beim Rembrandt-Rudi Ausweis von den Dädeln nachmachen lassen, auf den es alle zu jung sind. Den hätte der Bibi am Kapo untergeschoben und wenn der rausgekommen war, hättet ihr die bei ihm gefunden und er war hochgegangen. Und jetzt ist da unser Razzia dazwischen gekommen. Ja, die auch, aber vor allem diese vorzeitige Entlassung wegen guter Führung. Von wem? Ja, vom Kapo. Geschmarrer. Glaub mir's, der kann jeden Moment da stehen. Gott, alles war perfekt geplant. Mit der Viktualienmarktkonkurrenz hätte ich mich zusammen da. Deswegen war ich ja so oft im Fischerwirt in letzter Zeit. Und die sind jetzt wo, die Ausweis? In einem Schließfach am Bahnhof und der Bibi hat einen Schlüssel. Verstehe. Und jetzt möchtest doch du deinen Spezi finden, bevor einen jemand anderer findet. Ja, die Zeiten ändern sich. Und warum bist du so blöd und reibst mir das Brief an ein? Weil ich die Wahrheit sagen muss. Möcht. Und weil ich mir mein Bibi abitue. Dir ist aber schon klar, dass ich die Abetz in die Hände hab. Wenn ich will, krieg ich jetzt sowas von Ski eingekastelt, dass es eine wahre Freude ist. Was für eine Nummer? Hä? Ja, von dem Schließfach. Warum? Ja, soll ich dir jetzt helfen oder nicht? 722. Danke. Dann werde ich mir das jetzt einmal anschauen. Das Schließfach 722. Weißt, da rennt mir jahrelang der Sau nach
Und dann schiebt sie der Braun auf einmal ganz von allein in den Ofen rein. Einen guten, Max! Max? Sag nix. Was ist denn eigentlich auf der B-Seite von Hound Dog drauf? Hä? Ich mag ja die B-Seiten allweil von lieber. Du. Wieso setzt denn du alles aufs Spiel? Für sie? Für ein dummes Dirndl irgendwo aus Niederbayern? Bernadette. Aber du kennst sie doch kaum ein paar Stunden. Sag mal, ist die jetzt wichtiger wie alles? Ich konnte das nicht erklären, Bernadette. Du, die ist ein Hass wie alle anderen auch. Die hat schnell Schulden bei uns, also beim Kapo, und die muss abarbeiten und scheiß drin im Geschäft. Das hat doch alles keinen Taug nicht. Ja, aber so ist es halt einmal. Du, dann muss man hinter seine Gänseblär mal in die Balkonkastel vor die kleinen Fenster bleiben, wenn man das nicht will. Hättest du nie irgendwas anderes wollen? Hätte ich je was anderes haben können? Weißt du, Max, ich mag das so. Ich find's schön. Das ist mein Leben, ich möcht's nicht anders. Ehrlich? Ich glaube ich schon. Ja, kann mir jetzt vielleicht einmal einer helfen? Ich bin ganz allein da drunter in dem Chaos. Die vertreiben mir die ganzen Gäste. Ja, ich komm ja schon. Ja, bitte. Da bin ich eh fertig, meine ich. Don't be cruel. B-Seiten. Jetzt komm ich extra in den Stall und jetzt geht es schon wieder so weiter. Wir weiter? Ich geh, brauchst nicht glauben, dass man sich bei mir sowas erlauben kann. Nein, das glaube ich ja gar nicht. Will ich ja gar nicht. Ich will doch auch was Neues anfangen. Mit dir. Ja, vor genau solche wie die haben sie mich gewarnt. Warum? Was bin ich für einer? Ein windiger Kund. Ach so. Ja, die habe ich daheim auch gehabt. Nicht. Ich bin in der Erwartung, Max. Schwanger. Und der Vater? Der weiß nichts davon. Und soll ja nicht, aber drum soll ich heiraten, wollte sie meinen Vater ein. Am liebsten den grantigen Michi vom Dorfner, weil dem sein Grund so schön zu dem unseren passen tat. Und weil man kein Kind nicht kriegt, wenn man nicht verheiratet ist. Aber schau, dann ist ja ein Riesenglück, dass du ausgerechnet auf mich gekommen bist. Kasperl, das ist ein Riesenglück, dass ich nicht mehr so leicht auf jemand einfall. Das ist aber bei mir was anderes. Ja, dann sag mir einen Grund, warum ich dir das glauben sollte. Weil ich die Wahrheit sagen muss. Schau, ich bin heute Nacht schon ein paar Mal gestorben. Aber der liebe Gott gibt mir nur mal eine Chance. Ich darf weiterleben, wenn ich bis zur Sonne aufgeht, nur die Wahrheit sag. Und wie oft stirbst du so viel normal? Selten. Also nie bis heute. Max? Ja? Die haben sie ins Hirn geschissen. Aber das ist eine gute Geschichte. Ich mag Männer, die eine Fantasie haben. Ja, was ist? Weiß nicht. Magst du mir nicht endlich einmal eine Busse ergeben? Ach so? Ja. Ja, doch. Ist das so schwer? Na, geht eigentlich. Hey, 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 hey! Wir
Mit der Arbeit wird nicht geschmust fertig, gell? Vivi, Gott sei Dank! Weißt du, wen ich gerade getroffen hab, Max? Lass mich ran, dann kappen wir wahrscheinlich. So hast du es auch schon gesehen, ha? Wahnsinn, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Du, wo warst du denn? Wir haben dich überall gesucht. In jeder Ecke. Vom Holzkirchner Bahnhof bis zur Pettenkofferstraße. In jeder Ecke ein Blauer. Da wird's einmal schlecht, wird's einem da. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Was hätte mir denn passieren sollen, ha, Max? Ja, stell dir vor, die Blauen hätten dich erwischt und auf den Kopf gestellt. Max? Ja? Die haben mich erwischt und auf den Kopf gestellt, haben die. Und haben die einfach so weiterlaufen lassen? Schon. Gefreut dich, dass du so einen intelligenten Freund hast, Max. Den Schlüssel von dem Schließfach habe ich mitsamt dem depperten Ausweis in einen Abfallkorb am Holzkirchner Bahnhof geschmissen, habe ich. Was hast du? Du, ich hab dir den gegeben, dass du drauf aufpasst. Dass ich drauf aufpasst, ha? Du Haumtaucher, du Elendiger. Wenn's mich damit erwischen, dann ist es wurscht, oder? Dann ist es wurscht. Ich hab gemeint, mit denen fällt nix. Und ich hab dich extra noch gefragt, was... Du, Mann, ich schleiß dich jetzt einmal, gell? Ich glaub, dir brennt der Hut, ich bleib. Sie bleibt. Und wenn die uns verpfeift? Tut's nicht. Sicher. Also, Schlüssel. Also gut. Ich habe ja nicht genau gewusst, was du mit den Ausweis vorhast, aber wohl war mir bei der Sache einfach nicht. Und deswegen habe ich den Inhalt von dem Schlüsselfach einfach ein wenig austauscht. Spinnst du? Ich nicht, Max. Ja, gut, und gegen was hast du das dann austauscht? Du selber hast mir doch gesagt, dass die Scheine von diesem Postraub da alle registriert sind. Hast du gesagt, sagst du, gell? Ja, Trier hat das gewusst, ja. Und hast du auch gewusst, dass die Deutsche Bundesbahn bloß noch mehr 6 alte Postwaggons hat, die man von unten aufschneiden kann? Hast du das gewusst, hast du? Und dann musst du erst einmal herausfinden, wann einer von den blöden 6 Waggons in Minger ist, musst du erst einmal. Wie möchtest du mir gerade sagen? Dass das scheiß Geld jetzt in dem Schließfach ist, ganz genau. Wie? Das ist doch nicht fair, ist das nicht. Registrieren die einfach meine Scheine, registrieren die die. Du hast... Ich hab mir von der Deutschen Bundespost ein wenig Geld ausgeliehen. Ja. Aber hilft ja eh nichts, weil es nicht ausgeben kann. Und wo hätte ich auch hin sein mit dem Geld? Deswegen habe ich mir gedacht, stifte ich das Scheißgeld am karitativen Zweck. Na, schaust jetzt, gell? Schaust. Bibi, es tut mir leid. Ja, da ist er ja, unser Held. Ja, fahrt mal in meinem Hof fertig geschossen. Seid ihr alle... Kapo. Wirst mir du sagen, oder? Was tust denn du schon da? Hast du nicht nur 3 Wochen? Ist wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Okay. Ja, da ist aber noch schon gut informiert. Wer sind Sie? Anna Hirla, ihr die. Brauchst gar nicht, meiner. Hast du Ihren Ausweis angeschaut? Und? Ist schon einer 20. Ich hab nämlich gehört, dass man da einer ein bisschen an Haxi bisseln will. Weißt du da vielleicht was? Ja. Ich hab die Reiling wollen. Ich wollte dir sagen, dass ich jünger, gescheiter und einfach besser bin wie du. Max, spinnst du jetzt? Und jetzt geht der Muffi, weißt Gott, dass du singst. Weißt du was? Du gibst mir jetzt den Schlüssel, wo mir der Bibi gerade verzeiht hat. Und dann hol ich mir die Ausweis. Und dann singen wir weiter. Kapo, also du machst mich ganz narrisch mit deiner Pistolenfuchtelei, das ist doch bloß ein dummer Ria, Mann. Lass gut sein. Kapo, ich hab den Schlüssel nicht. Gut, dann gehst du jetzt mit mir da hier und wir brechen die Schließfach miteinander auf. Den Weg kannst du sparen. Na, da schau her. Habt ihr es hier schon gemacht? Die Polizei, dein Freund und Helfer? Wir deren muss man kennen. Dann darf ich aber jetzt die Ausweis gerne mal sehen. Du brauchst nicht glauben, dass die echt sind, Oneda. Wie wir die Schließfach aufgebrochen haben, war es leer. Was leer? Aber es war leer. Und die Ausweis? Sind weg. Wenn sie es überhaupt jemals gegeben hat. Jo, also nein, also die müssten eigentlich die Sache in einem Schließ. Die Ausweise ist erledigt, Max Hummel. Aber der?
Ja, na. Kann jetzt alles weitergeben wie alle bei, oder wie? Du Maxim, wir haben ja scheinbar eine neue Servicekraft. Nein, die Anna wird nicht da arbeiten. Sagt wer? Ich. Ja, sagt einmal, ich bin voll kein Pixel, Madame, die man mal anschaut. Ich schaff da auch, verstehst? Und wer das nicht einsiegt, dem helfe ich nein, Schuhe. Weißt, Kapo, ich hab allweil gemeint, ich möcht gern so werden wie du. Aber jetzt weiß ich, ich bin lieber, wie ich bin. Du Maxi, wenn du da in meinem Geil nicht das tust, was ich sag, dann bist du ganz schnell gar nichts mehr. Hörst mich? Einfach so schön, wenn alle zusammenhalten. Ria? Passt schon, Max, schleicht ihn nur grad. Wärst mir fein? Du mir nicht. Ich bin froh, wenn ich dich nicht mehr sehe, Depp, Saublöder. Du, Ria, mir kennt man ja einen Rock'n'Roll-Kurs machen wir zwei. An Rock'n'Roll? Ja, oder gewiss. Weil ich mit einem Hirsel wie dir an Rock'n'Roll mache, gewiss nicht. Was zieht man da so an? Also ich darf mitmachen, wenn... Ivi, wo bleibst denn? Ja, ich komm schon. Ja, also dann packen wir zusammen. Läuft ja doch nichts mehr heute. Du Anna, ja. Bist du nur da, wenn ich wieder raufkomme? Ich weiß es nicht, warum. Weil ich mich doch so für das Katholische interessieren darf. Mei, bitte, Gitti, jetzt komm! Ja, bis gleich. Und jetzt? Jetzt wird's noch mal nicht bald Tag. Das heißt? Viel mehr, als du dir überhaupt denken kannst. Du? Ja? Ich hab einen dermaßen den Hunger. Gehen wir zum Matthäuser auf, er weiß nicht. Ja, räum das schon auf. Nein, noch nicht, aber wir kommen da schon rein. Ja, nicht, dass du wieder. Ganz legal, ich kenn da eine Kirche. Ich sag, der Gitti noch viel gut. Ja, aber darum tust du nichts mehr. Gitti! Manchmal habe ich das Gefühl, man weiß von einem jedem alles. Bloß von sich selber nichts. Aber was war das Leben, wenn man nicht sucht, gell? Hauptsache ist ja, dass ich alles weiß von euch. Also naht. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Kannst du Englisch, Max? Ja. Okay. Seit wann kannst du Englisch? Das ist doch gelungen. Ja, schon. Thank you.
Jetzt weißt du es ja besser, komm. Was? Geh mal. Wohin? In dein neues Leben, du bist tot, Max. Das geht aber nicht. Weil? Weil, da bin ich gänzlich unbegabt. Die haben's erschossen, Himmelherrschaftszeiten. Fluchen darf man nicht. Ja, wenn nicht ich, wer dann? Geh mal. Na, du, Ria, also, lieber Gott. Ich weiß schon, ich hab nicht alles so ganz richtig gemacht in meinem Leben, gell? Nein. Du, jetzt habe ich eine saublöde Idee. Was darfst du jetzt davon halten, wenn ich das einfach nur mal neu probiere? Was? Ja, das mit dem Leben und so. Ja, merkst du noch mal zu? Schon gern. Können wir da irgendwas machen? Machen? Ja, irgendwie was deichseln, ein Geschäft machen. Mit mir? Das ist leider das Einzige, was ich kann. Ja, was wäre das dann? Ein Freigetränk im Club Paradies und ich lasse dich wieder zurück? Na ja. Ja, Herrschaftszeiten, jeder hat doch eine Chance verdient, oder? Ja, dein Leben war die Chance. Das Leben, Max Hummel, das kann man sich nicht kaufen. Dann schenken wir's. Nenn mir nur einen einzigen Grund, warum ich das tun sollte. Ja, weil... Mei... Bisserl wenig. Bei dir ist sau kalt. Das machst du selber. Ich bin so kurz davor, dass ich am Kapo einen Bohnen unter die Füße wegziehe und dann war endlich ich der Chef. Wegen dem Schmarrn nächst du wieder zurück. Ja... Und wegen der Anna. Oh mei, das war eine schwere Geburt. Mit's reißt's inwendig, wenn ich weiß, dass der Kapo sich dir unter den Nagel reißt. Da wäre sie nicht die Einzige. Aber bei der Anna, da tut mir das Herz ja so weh. Mir ist da so anders. Mir ist, als wäre ich wieder ein kleiner Bub. Damals hat mir der Scheiß gekriegt, das weggenommen. Und jetzt, du, zweimal hält mir das doch nicht aus. Und jetzt? Na, bitte lass mich zurück zu Anna. Wenn's dich nicht mag? Dann hab ich's wenigstens probiert. Gut, du kriegst deine Chance. Ich lass dich noch mal auf die Erde zurück. Echt? Boah, weh, du bescheißt mich. Mach ich eher selten. Ja, gut, dann... Da ist jetzt wieder locker. Ja, so einfach geht es aber nicht. Weil? Weil ich eine Bedingung hab. Auwe, Zwick. Wir verladen sind und dann ist gleich wieder fort. Also, wir brauchen einen gescheiten Anker. Die Arbeit hält noch nicht mit. Du wirst mit dir durch die Stadt ziehen, fragst, was möchtest, irgendwas möchtest bestimmt, ein Ringerl, was weiß ich, Hauptsache daher. Und dann sagst du, dass wir alles zu jeder Tages- und Nachtzeit besorgen können. Beeindruckst, das wirst du ja wohl zusammenkriegen, oder? Blöde Frage, ich bin ja Anfänger, oder was? Und deine Rede, ich dachte, die kannst du ein Haar schmieren. Das werden wir dann schon sehen. Ja, das sehen wir dann schon. Mein Bub. Habt ihr es noch zu, oder wie? Dann schau mal auf die Uhr, geht er mal. Nein, der Mech, bin ich in der Großstadt sein, dann kannst du am Nachmittag nicht einmal in einen Nachtclub gehen. Eben. Nacht wird's gerade einmal. Ja, weißt du was, weil ihr Herz habt, so arme Lackeln mit denen nehme ich dir jetzt mit. Und schenk dir schon mal was ein. Ja, und der Musi? Weiber? Ja, wenn du den Zehner dabei hast, kannst du schon mal sie einwerfen. Bist du die Einzige, oder wie? Gehst du mal an? Weil, wenn du die Einzige bist, dann hat er dich schon noch mal weiterschauen. Du tu mal ein bisschen langsam mit dem jungen Hund, gell? Jetzt gehst du mal mit der Mama mit und dann schauen wir weiter.
Ja, Kim? Schnell bin ich mit denen nicht. Ich sieh's. In ihr genau dachten sie mich eh anschauen. Wo genau? Ich genau, da komm ich her. Das ist zwischen Schwarkirchen und Höbruck. Ah, da. So. Ja, weil ohne Leberfleck, ohne echten brauchst gar nicht erst anfangen. Jetzt bist du Minger, hast mich. Da, schau her. So viel Femme Fatale hätte ich in Niederbayern gar nicht zutraut. Ja, aber schau, dass Oberbayern an solchen Reservetatzern wie die hervorbringt, wundert mich wiederum nicht. Hauptamtlicher aufpasst vielleicht besser. Du lass auf einmal von der nicht zu viel sagen, weil du sollst ja was Gescheites lernen. Red ja immer so gescheit daher. Nein. Meistens ist es noch schlimmer. Du wirst schon auch noch auf den Geschmack kommen. Ja, mir gang's. Solche wie die kenn ich schon. Das Mairecht aufreißen und nix dahinter. So, was magst denn du für eine? Meine Lehrerin in der Hauswirtschaftsschule hat immer gesagt, Anna, schau dir mal einen Mann, der nicht sucht, was er werden kann, sondern wert, was er schon ist. Ja, dann muss ich jetzt dein Spatzen hier in Kastel ganz schön schnaffen, gell? Und was soll das jetzt genau heißen? Die Blädern waren mir. Was für Anna? Ja, die von Niederbayern, vom Bahnhof, die. Woher warst du jetzt von der Anna? Ach, ja, hast du das jetzt aufgerissen oder nicht? Ja, schon, aber das kannst du doch gar nicht. Hab ich dir noch gar nicht, kannst du gar nicht. Glaub mir's, ich schau gar. Du, Max? Ja, ich war beim Fischerwirt. Und? Woher weißt du, dass ich das jetzt fragen wollte? Wie wird's, pass einmal auf. Die Anna darf überhaupt gar nicht erst da herkommen. Weil? Weil ich nicht will, dass die da reinrutscht. Aha. Ja, und was hast du bitte beim Fischerwirt gemacht? Ach, okay. Der Kapo, wenn das rauskriegt. Max, das ist nicht unser Geil, ich weiß schon. Ist das nicht. Du, Bibi, stell dir mal vor, der Kapo da sagen. Bibi, jetzt musst du entscheiden. Der Max oder ich. Was darfst du denn sagen? Du kommst jetzt auf den Schmarrn. Nein. Was darfst du sagen? Hey, darf mich natürlich auf deine Seite schlagen, logisch, Daddy. Gut. Tu mal den Rucksack her. Ah ja, genau, der Rembrandt-Rudi. Ja, du warst dort, weiß ich schon. Genau. Na, sperren wir es gleich, gell? Sperren wir, gell? Nein, das ist jetzt irgendwie keine gute Idee mehr. Nein? Nein. Und jetzt? Jetzt verstecken wir den nicht da, sondern du nimmst mit zum Bahnhof und sparst ihn da in der Schlierswach ein, also derweil einmal gut aufkommen. Gut, dann mach ich das, mach ich das. Und wann treffen wir uns da alle heute auf Nacht, alle? Lieber Bibi, wir treffen uns überhaupt nicht heute auf Nacht. Nicht? Nein. Aber du hast doch alle hergestellt. Ja, und jetzt bestell ich alle wieder weg. Max, irgendwie überrascht du mich immer wieder irgendwie. Bibi, irgendwie überrascht mich überhaupt nichts irgendwie. Du, und jetzt tust du die Ausweis ins Schlüsselfach. Was Ausweis sind da drin? Bibi, du nicht, also wir wissen beide sehr genau, dass du schon längst reingeschaut hast. Also Ausweis ins Schlüsselfach und Anna abfangen. Was ist denn noch? Ich mach das. Aber nur, wenn du mir hoch und heilig versprichst, dass du mit deinem Ausweis nichts gegen den Kapo vorhast. Bibi, ich schwöre dir, bei meiner Nirtenhosen und der Lederjacken, dass ich mindestens genauso ehrlich bin wie du. Ja, und du ziehst mir nichts mit dem Kapo nicht mit rein, gell? Jetzt vertrau mir einfach. Und wo bringe ich die Anna hin, wenn nicht daher? Zum bisschen heißen am Stachus. Da komm ich dann hier und hol's. Du, und nix zu Nermanns. Vor allem nicht zur Ria und zum Kapo. Aber der Kapo sitzt doch eh nur 3 Wochen. Bibi, 3 Wochen gingen manchmal schneller rum, wenn man meint. Hä? Auf geht's jetzt. Oh, au. Hey. Du, Max, frag doch die Ria einmal. Nach dem Wetterbericht, weißt schon. Frag's einmal. Grüßen, Lärm. Na, komm, nicht nur mal. Honi, da geh mal her. Geh mal her. Georg Honeder, heute freue ich mich sogar über dich. Wir? Wenn du bloß nicht alle so wieder schauen darfst. Was? Sollen wir nicht du zueinander sagen, Schorsch? Verhaft Max? Lass mich ran, dann Kapo wahrscheinlich. Ach so, hast du es auch schon gesehen, ha? Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Du, wo warst du denn? Wir haben dich überall gesucht. In jeder Ecke.
Vom Holzkirchner Bahnhof bis zur Pettenkofferstraße. In jeder Ecke ein Blauer. Aber jetzt einmal schlecht wird's einem da. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Was hätte mir denn passieren sollen, ha, Max? Ja, stell dir vor, die Blauen hätten dich erwischt und auf den Kopf gestellt. Max? Ja? Die haben mich erwischt und auf den Kopf gestellt, haben die. Und haben die einfach so weiterlaufen lassen? Schon. Gefreut dich, dass du so einen intelligenten Freund hast, Max. Den Schlüssel von dem Schließfach habe ich mitsamt dem depperten Ausweis in einen Abfallkorb am Holzkirchner Bahnhof geschmissen, habe ich. Was hast du? Du, ich hab dir den gegeben, dass du drauf aufpasst. Dass vielleicht. Ich drauf aufpasse, ha? Du Haumtaucher, du Elendiger. Wenn's mich damit erwischen, als wurscht, oder? Als wurscht. Ja, gut, mit denen fällt nix. Und ich hab dich extra noch gefragt, was. Du, Mann, ich schleiß dich jetzt einmal, gell? Ich glaub, du brennt der Hut, ich bleib. Sie bleibt. Und wenn die uns verpfeift? Tut's nicht. Sicher. Also, Schlüssel. Also gut. Ich habe ja nicht genau gewusst, was du mit deinem Ausweis vorhast, aber wohl war mir bei der Sache einfach nicht. Und deswegen habe ich den Inhalt von dem Schlüsselfach einfach ein wenig austauscht. Spinnst du? Ich nicht, Max. Ja, gut, und gegen was hast du das dann austauscht? Du selber hast mir doch gesagt, dass die Scheine von diesem Postraub da alle registriert sind. Hast du gesagt, sagst du, gell? Ja, Trier hat das gewusst, ja. Und hast du auch gewusst, dass die Deutsche Bundesbahn bloß noch mehr 6 alte Postwaggons hat, die man von unten aufschneiden kann? Hast du das gewusst, hast du? Und dann musst du erst einmal herausfinden, wann einer von den blöden 6 Waggons in Minger ist. Musst du erst einmal. Wie möchtest du mir gerade sagen? Dass das scheiß Geld jetzt in dem Schließfach ist, ganz genau. Bibi? Das ist doch nicht fair, ist das nicht. Registrieren die einfach meine Scheine, registrieren die die. Du hast... Ich hab mir von der Deutschen Bundespost ein wenig Geld ausgeliehen. Ja. Aber hilft ja eh nichts, weil es nicht ausgeben kann. Und wo hätte ich auch hin sein mit dem Geld? Deswegen habe ich mir gedacht, stifte ich das Scheißgeld am karitativen Zweck. Na, schaust jetzt, gell? Schaust. Bibi, es tut mir leid. Da ist er ja, unser Held. Fahrt einmal, in meinem Hof wird nicht geschossen. Seid ihr halt. Kapo. Wirst mir du sagen, oder? Was tust denn du? Wenn wir bloß zusammenhalten. Was ist denn, was schaut's denn her so? Ja, fahr ich meine Aufgabe auch jetzt oder erst in 3 Wochen? Servus, Kapo. Du schaust, gell? Bin heute schon rausgekommen. Gute Führung, verstehst? Okay. Ja, ja. Ich weiß halt, was sie gehört. Ich schon. Ja, dann. Willkommen daheim. Bibi, wo sind die Ausweise, was du mir gerade verzeiht hast? Da drin. Bibi. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Ja, wer ist denn sie? Anna Hirla, ihr genau. Ich bin aber nur auf Probe da. Gehört's uns schon? Oder muss ich jetzt besser sagen, dir? Finger weg. Respekt, hat eine saubere Laufe, die kann gut laufen. Das geht dir nicht so. Ich wär von ihr leben müssen, wär's mir wohl was sagen dürfen, oder? Die Anna gehört zu mir. Meinst du, ich lass mir von dir auf dem Kopf umeinander tanzen? 3 Wochen sind lang. Jetzt nehme ich das Dirndl mit heim. Und dann schauen wir mal, was kann. Hallo, aber sag mal, was wollt ihr denn ein? Hallo, ich bin bei Kopf fixen, verdammt! Ich mache mal einen Abschirm, komm, wir haben gerade. Hui! Bibi! Kapo, jeder hat seine Zeit. Und vielleicht ist deine einfach schon langsam abgelaufen. Und die Anna, wärst du in Frieden lassen? Du Maxi, ich hab mehr und mehr das Gefühl, dass du kein wirklich guter Geschäftspartner mehr für mich bist. Ja,
Jetzt hört mal auf, jetzt war Max Kapo. Das ist jetzt ein Maikei. Bibi! Ja? Du möchtest doch sicher keinen Ärger, oder? Na? Schau, und drum kommst du jetzt schön langsam dafür. Bibi! Manche Sachen gehen einfach nicht, Max, gehen nicht. In unserem Metier ist einfach wichtig, dass man einen Freund hat, auf den man sich verlassen kann, Maxi. Und ihr sperrt jetzt die Türen zu, damit er nicht auf die Straße läuft, versehentlich. Kapo, du machst mich ganz narrisch mit deiner Pistolenfuchtelei. Das ist doch ein dummer Bub. Kennst du doch, ha? Auf geht's jetzt! Ab! Und ich kümmere mich dabei um die frische Glocke. Ausdruckstanz. Ich sag's ja, der ganze Bordepp. Waffenstillstand. Waffenstillstand. Wärst mir schon so eine Maus, tut Schmatze sei. Aber mega da. Wie kommst du auf das? Oh, das sagt mein Gefühl. Also, egal wo wir heute hingehen, ja? Die Ostbahnhofblasen, die Viktualienmarktblasen sind tabu, mit denen redest du nicht, weil das ist nicht unser Guide, das sind die anderen. Und wie weiß ich, wer ist? Ganz einfach. Ich rede mit wem, wichtig, ich schau durch wem durch, unwichtig. Passt. Hey, nix so lange. Ich mein Rock'n'Roll tanzen. Du kannst dann Rock'n'Roll. Ja, freilich. Aber wenn es für den Papa kein Tanz, sondern eine Nervenkrankheit ist. Ja. Da kannst du nicht. Falle. Max, nee, hast du gehört? Ja, servus. Servus. Oh, hey. Kannst du einen Rock'n'Roll, oder? Falle. Jetzt haben wir es schon gesehen. Nein. Ja. Max, hast du gehört? Moment. Benedett, Ria, Gizzi, kennst du mein Opfer? Weißt du, wen ich gerade getroffen hab? Ja, wen denn? Was ist denn das halt für ein Geschlor? Auf geht's, komm jetzt. Ja, wen hast du getroffen? Ein Kapo. Ah. Was ist denn los? Razzia? Das kann nicht sein, der Kapo hockt. Kapo, was ist mit dem Kapo? Das wirst du jetzt gleich hören. So, jetzt passt's einmal auf. Der Kapo ist jetzt seit 3 Wochen im Bau. Wer ist der Kapo? Bernadette. Betriebsgeheimnis. Das kann ich ja sein. Und 3 Wochen gehalten sie ihm noch. Aber in den 3 Wochen wird sich viel ändern. Alles. Er war lang unser Chef, aber er wird alt. Er kommt nicht mehr mit den modernen Zeiten. Max. Was denn? Der Kapo. Ja, der Kapo. Ab jetzt bin ich euer Chef. Ich hab einen Kapo nach St. Adelheim gebracht. Und ich werde euch jetzt auch sagen, wie wir weiter in unserem Viertel anschaffen dürfen. Ich hab alles genau geplant und für einen jeden eine Aufgabe. Der Kapo, wenn er aus dem Gefängnis kommt, bringt keinen Fuß mehr ins Geschäft rein, wenn wir bloß zusammenhalten. Was ist denn, was schaut es noch her so? Ja, fahr ich meine Aufgabe auch jetzt oder erst in 3 Wochen? Den groß verboten ist. Du, da gibt's wirklich Schlimmeres. Ja, aber auch Schöneres. Aber nicht für uns. Auf uns wart doch irgendwo auch noch ein Sohn, oder nicht? Wenn wir nur bei der Nacht leben und am Tag schlafen, wo ich kaum. Also das Paradiso, das ist nichts für mich. Auf Dauer jedenfalls. Irgendwo, da wart noch was auf mich. Das hab ich auch einmal gemeint. Glaubst du, das wert halt nichts mehr. Krieg ich auch eine. Du, da kriegst du eine grobe Haut. Weißt's. Wenn ich mir die so anschaue, dann kann das wohl nicht stimmen. Möchtest du abhandeln, oder wie? Grob seid's nicht. Da werde ich Preise wissen. Ja, das kommt ganz drauf an. Was du für Drinks haben willst.
Ja, das kommt ganz drauf an. Ich krieg euch schon noch, braucht's nicht meiner. Wie schaut's aus? Sind schon weg, die Blauen? Ja, sind sie. Polizei ist für mich wieder eine saure Leber. Allo, wenn es bloß sie könnte schon speim. Schlecht zu wissen, oder wie? Nein, ein bisschen Schwarzgeld hat da jeder auf der Seite, oder? Ach so, ich ja weniger. Nicht? Arme Sau. In meinem Beruf kann man weniger schwarz arbeiten. Da tust du mir aber leid. Weißt du, die Arbeit am Bau, da geht immer was. Ich könnte schon ein bisschen was voran, wenn du magst. Sehr gern. Und was machst du nachher du so? Ich bin bei der Sitte. Was Sitte? Sitten, Polizei. Genau die. Geleg mich doch am Arsch! Ihr kommt nicht weit. Ist der Bibi da? Nein, ist er nicht. Aber die Blauen, also die Herren Polizisten sind da. Von Bibi nix. Grüß Gott, Herr Hummel. Hingst aber gescheit an ihm, hä? Könnt ihr noch mal kurz nachgehen, bitte schön? Schon wieder? Ich muss kurz mit dem Honi da unter vier Augen reden. Ja, gibt's da irgendwo ein Bad? Ja, freilich, Kim. Du musst mir helfen. Du? Sind wir jetzt wieder beim Du? Bernadette, musst du nicht in den Club runter oder irgendwas? Ich muss nicht einmal nicht. Ich darf sogar nicht. Also, wir können dir da dann helfen. Ich finde den Bibi nicht. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Du musst für mich rausbringen, ob den deine Leute schon aufgelegt haben. Und was ist wem? Die Führung, verstehst du? Okay. Ja, ja. Ich weiß halt, was sie gehört. Ich schon. Ja, dann. Willkommen daheim. Bibi, wo sind die Ausweise, was du mir gerade verzeiht hast? Da drin, da. Bibi. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Ja, wer sind Sie? Anna Hüller, ihr genau. Ich bin aber nur auf Probe da. Gehört's uns schon? Oder muss ich jetzt besser sagen, dir? Finger weg. Respekt, hat eine saubere Laufe, die kann gut laufen. Das geht dir nicht so. Ich wär von ihr leben müssen, wär's mir wohl was sagen dürfen, oder? Die Anna gehört zu mir. Meinst du, ich lass mir von dir auf dem Kopf umeinander tanzen? 3 Wochen sind lang. Jetzt nehme ich das Dirndl mit heim. Und dann schauen wir mal, was kann. Hallo, aber sag mal, was wollt ihr denn ein? Hallo, ich bin bei Kopf fixen, verdammt! Ich mache mal einen Abschirm, komm her, mal drauf! Hui! Bibi! Ich kündige! Spinnst jetzt! Ja, ihr habt jetzt hier geschissen! Weißt, Kapo? Jeder hat seine Zeit. Und vielleicht ist deine einfach schon langsam abgelaufen. Und die Anna, wirst du in Frieden lassen? Du Maxi, ich hab mehr und mehr das Gefühl, dass du kein wirklich guter Geschäftspartner mehr für mich bist. Jetzt hört einmal auf, jetzt war Max, Kapo! Das ist jetzt ein Maikei! Bibi! Ja? Du möchtest doch sicher keinen Ärger, oder? Na? Schau, und darum kommst du jetzt schön langsam dafür. Bibi. Manche Sachen gehen einfach nicht, Max, gehen nicht. In unserem Metier ist einfach wichtig, dass man einen Freund hat, auf den man sich verlassen kann, Maxi. Und ihr sperrt jetzt die Türen zu, damit er nicht auf die Straße läuft, versehentlich. Kapo, du machst mich ganz narrisch mit deiner Pistolenfuchtelei. Das ist doch ein dummer Bub. Kennst du doch, hä? Auf geht's jetzt! Ab! Und ich kümmere mich dabei um die frische Kleine. Und ich nehm's dich raus, da kannst du ja auch was fast machen, das verspricht ja, dann werden wir mal zeigen, was wir München noch jetzt kennen. Lass die Anna in Ruhe! Max! 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 Jetzt holst du halt einen Sankerschnee. Und dann ist der Kohl einen Sanker umwerfen! Oh mein Gott, Sanker mehr. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ja, dann dringen wir heute halt mal auf den. He? Auf den lieben Gott! Auf den lieben Gott! Gott.
Kapitän, was ist jetzt das für ein Schnaps? Das ist kein Schnaps, das ist ein Tonikum. Wir trinken doch keinen Schnaps bei der Arbeit. Also, auf geht's. Also, das Religiöse, das interessiert mich frei. Da müssen wir noch mal ratschen. Bitte. Ja, das kann man doch einmal fragen. Ich meine, wenn man schon mal eine vom Fach da hat. Auf geht's jetzt. Ja. Anna, du arbeitest heute noch nicht mit. Der Max wird dir ein bisschen die Stadt zeigen. In Schwabingen, in der Haifischbar soll er gewandte Kapellen spielen. Haifischbar. Das hört sich so nach einem Nachtclub an. Mein Lieber. Bernadette, in 10 Minuten erster Tanz. Was tanzt jetzt du? Ausdruckstanz. Ich sag's ja. Der ganze Bordepp. Waffenstillstand. Waffenstillstand. Wärst mir schon so eine Maus, tut Schmatzer sei. Aber mega da. Wie kommst du auf das? Oh, das sagt mein Gefühl. Also, egal wo wir heute hingehen, ja? Die Ostbahnhofblasen, die Viktualienmarktblasen sind tabu, mit denen redest du nicht, weil das ist nicht unser Guide, das sind die anderen. Und wie weiß ich, wer ist? Ganz einfach. Ich rede mit wem, wichtig, ich schau durch wem durch, unwichtig. Passt. Hey, nix so lange. Ich mein Rock'n'Roll tanzen. Du kannst dann Rock'n'Roll. Ja, freilich. Aber wenn es für den Papa kein Tanz, sondern eine Nervenkrankheit ist. Da kannst du nicht. Falle. Max, nee, hast du gehört? Ja, servus. Servus. Ja, oh, hey. Kannst du einen Rock'n'Roll, oder? Freili. Jetzt haben wir es schon gesehen. Nein. Ja. Max, hast du gehört? Moment. Bernadette, Ria, Gizzi, kennst du mal auf? Weißt du, wen ich gerade getroffen hab? Ja, wen denn? Was ist denn das halt für ein Geschlor? Auf geht's, komm jetzt. Ja, wen hast du getroffen? Ein Kapo. Ah. Was ist denn los? Razzia? Das kann nicht sein, der Kapo hockt. Kapo, was ist mit dem Kapo? Das wirst du jetzt gleich hören. Gut. Da komm ich dann hier und hol's. Du und nix zu Nermanns. Vor allem nicht zu Ria und zum Kapo. Aber der Kapo sitzt doch eh nur 3 Wochen. Bibi, 3 Wochen gingen manchmal schneller rum, wenn man meint. Hä? Auf geht's jetzt. Oh, hey, hey, hey. Du, Max, frag doch die Ria einmal. Noch ein Wetterbericht, weißt schon. Frag's einmal. Grüßen, Lärm. Na, komm, nicht nur mal. Honida, geh mal her. Geh mal her. Georg Honeder, heute freue ich mich sogar über dich. Wir? Wenn's bloß nicht alle so wieder schauen darfst. Was? Sollen wir nicht du zueinander sagen, Schorsch? Ich bin der Max. Du, sie brauchen mir gar nicht zukommen, gell? Ich kenne eure Maschen schon. Nein, ich freue mich wirklich. Ja, ja. Die Freude wird da schon noch vergehen. Also, ja, na. So. So? Ja, jetzt hast du mich jetzt, haben sie mich ganz draus gebracht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich fragen wollte. Herr Honeder, Sie wollten fragen, was mit den ganzen Gerichterl auf sich hat. Also von wegen, dass der Kapo angeblich Minderjährige laufen lassen hat und dass heute eine besondere Versammlung war bei uns und ob wir nicht doch auch noch was mit dem Postraub zum Teil hätten. Das wollten Sie fragen. Ach so. Ja, das kann sein. Und jetzt? Jetzt kannst du doch eigentlich wieder gehen, oder? Stimmt. Jetzt einen Moment einmal. Was noch? Jetzt weiß ich zwar die Fragen wieder, aber du, ich habe überhaupt noch keine Antwort gekriegt. Ja, jetzt übertreiben wir es mal in den kleinen Gefallen und das erste Mal, dass uns wieder eingefallen ist, was Sie fragen wollten, oder? Ah, das mag ich. Der Besuch, der ungefragt in andere Leute Stunden einmarschiert. Jetzt einmal langsam. Ich habe hier lediglich einen Hof betreten. Was ist denn heute los? Nix. Jedenfalls war bis gerade vorhin alles ganz normal. Herr Honig, ich glaube, du wolltest gehen.
Hier komme ich noch drauf, Birscherl. Sie, Birscherl. Gell, wir sind auf eigenen Wunsch noch beim Sie. Wir werden schon an mit Inga. Ja, ja. Du, was ist mit der Zeitung? Ja, wolltest du mir nicht noch was aus der Zeitung vorlesen? Habe die Ehre. Aha. Hast du schon gehört? Der werde die Preise wissen. Ja, das kommt ganz drauf an. Was du für Drinks haben willst. Ja. Das kommt ganz drauf an. Ich krieg euch schon noch, braucht's nicht meiner. Wie schaut's aus? Sind schon weg, die Blauen? Ja, sind sie. Polizei ist für mich wieder eine saure Leber. Allein wenn ich's bloß sie könnte, schon speim. Gleich zu wissen, oder wie? Nein, ein bisschen Schwarzgeld hat da jeder auf der Seite, oder? Ach so, ich ja weniger. Nicht? Arme Sau. In meinem Beruf kann man weniger schwarz arbeiten. Da tust du mir aber leid. Weißt du, die Arbeit am Bau, da geht immer was. Ich könnte schon ein bisschen was voran, wenn du magst. Sehr gern. Und was machst du nachher du so? Ich bin bei der Sitte. Was Sitte? Sitten, Polizei. Genau die. Geleg mich doch am Arsch! Ihr kommt nicht weit. Ist der Bibi da? Nein, ist er nicht. Aber die Blauen, also die Herren Polizisten sind da. Von Bibi nix. Nein. Grüß Gott, Herr Hummel. Hängst aber gescheit an ihm, hä? Könnt ihr noch mal kurz nachgeben, bitte schön? Schon wieder? Ich muss kurz mit dem Honig da unter vier Augen reden. Ja, gibt's da irgendwo ein Bad? Ja, freilich, Kim. Du musst mir helfen. Du? Sind wir jetzt wieder beim Du? Bernadette, musst du nicht in den Club runter oder irgendwas? Ich muss nicht einmal nicht. Ich darf sogar nicht. Also, wir könnten dir dann helfen. Ich finde den Bibi nicht. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Du musst für mich außerbringen, ob den deine Leute schon aufgelegt haben. Und was ist wem? Hat er was ausgefressen, wird er dafür einstehen müssen. Da kann ich auch nicht helfen. Und wenn nicht, dann brauchst du ja nicht runter da, oder? Du kennst doch einen Bibi, das ist ein Bazi, aber harmlos. Aber die Blauen dürfen ihn halt trotzdem nicht kriegen. Und warum nicht? Also gut. Pass auf, der Plan war folgender. Ich wollte einen Kapo als Chef vom Viertel aushebeln. Für das habe ich aber längere Zeit gebraucht, deswegen habe ich nie gehängt. Nicht mit viel, aber 6 Wochen hätten mir gelangt. Gelangt für? Für eine komplette Demontage. Erstens, ich strahle Rüchterl da im Viertel und bei euch am Präsidium. Der Kapo hat Hosenlauf verlassen, die noch nicht 21 sind. Mhm, habe ich gehört, ja. Siehst du das? Und um das zu beweisen, habe ich zweitens für viel Geld beim Rembrandt-Rudi Ausweis von den Dädeln nachmachen lassen, auf den es alle zu jung sind. Den hätte der Bibi am Kapo untergeschoben und wenn der rausgekommen war, hättet ihr die bei einem gefunden. Ja. Ein Rock'n'Roll, den kann man nicht einfach hören. Ein Rock'n'Roll, den muss man spielen. Und jetzt tust du mal langsam, weil ich bin noch nicht arbeitsfähig. Ja, das sehe ich schon ein. Mit einem Gehschaden kann man schlecht arbeiten. Du, Max, kennst du den schon? Na, bitte nicht. Nein, das ist ganz neu. Ria, keine Witze und deine schon dreimal nicht. Ja? Also pass auf. Treffen sich zwei Freundinnen. Sagt die eine, du, mein Mann, der hat mir einen Chinchilla von seiner Reise mitgebracht. Na, sagt die andere, keine Sorge, mit Penicillin bringst du ihn schon wieder weg. Kennst du ihn schon, gell? Nein, kenn ihn nicht. Na, freilich, kennst du ihn schon. Und was macht der Zahn? Angebohrt. Ein bisschen genauer. Klasse oder geht schon oder ja, mei. Na, sagen wir mal Liz Taylor, so als Hausnummer. Geh. Ich sage dir, ein steiler Hase. Ich hab's gleich am Hals gehört, der Bahnhof hab ich's abgefangen, hab ich. Rosenheim? Na, Rosenheim ist durch. Da gibt nichts Gescheites mehr. Niederbayern?
Ja, Straubing oder Blattling. Auf jeden Fall irgendwas am Inn jedenfalls. Name? Anna. Alter? Jung nur für die Arbeit, alt nur fürs Papier. Hört sich gut an. Du, alles unter 21 war gegen er, gell? Bin ich ein Schulbuhr oder wie? Ah, ja. Du, und ein Gesteh hat die, mir legst am Arsch. So eine Mischung aus Brokkoli und gelbe Ruhm. Du, Baby. Hey, ernsthaft, ich bin total der Kavalier, weißt du das ja eh, aber hinschauen muss ich doch, rein beruflich gesehen, oder? Mhm. Und wo ist sie jetzt? Ja, die Gitti ist mit ihr beim Hertig. Ich hab gesagt, sie dürfen wieder einen 50er auf den Putz hauen, hab ich gesagt, sag ich. Passt, dann ist uns gleich mal was schuldig. Du, auf dem Club weißt du noch nix. Du bist narrisch, na. Sie legt Wert darauf, in einer katholischen Hauswirtschaftsschule gewesen zu sein und will nur in einem anständigen Restaurant bedienen, würde. Ja, die werden wir schon anständig katholisch machen, die Anna. Du, Max? Ja. Ah, nix. Nix. Du bist gestern im Fischerbett gesehen worden, bist du. Sagt mir. So. Ja. Na, wird schon stimmen. Wie man das sagt. Max, wir haben nichts zum Tor mit dem Geil. Westenrieder und Müllerstraße, Viktualienmarkt, das ist nicht unser Geil, ist das nicht. Du, die haben ein unglaublich gutes Lüngerl im Fischerwirt. Schützen, Goethe, Senefelderstraße, das sind wir. Die sind Gesetze quasi. Du, seit wann interessieren wir uns denn für Gesetze, Bibi? Für die ungeschriebenen schon. Weißt, ich mach mir lieber meine eigenen. Hast du das schon gehört? Von dem Postrat, ja, freilich. Ja, aber was nicht in der Zeitung steht, ist, dass die Scheine angeblich alle registriert sind. Mit denen kannst du nichts anfangen, außer aufs Häusl hängen. Wer möchtest du das schon wieder wissen? Wetterbericht, Edstrass. Ja und? Max, manchmal, wenn man zu viel möchte, verliert man alles. Okay, hab doch mit dem Postrat nichts zum Tor. Nee, aber dafür? Du, Ria, jetzt mal angenommen, also rein theoretisch. Nur jetzt mal angenommen, ich müsste jetzt sterben, so von heute auf morgen, zack, bumm. Wie kommst du denn jetzt auf das? Theoretisch, angenommen. Was darfst du dann machen? Ich darf mich sauber ärgern, dass du wieder vor der Arbeit druckst. Und dann darf ich ja nicht für deine Urne besorgen, weil ich Gartl nicht ausstehen kann und keine Lust habe, wegen deinem Grab was dran zu ändern. Und? Ja, ich darf mich auch fragen, ob ich nicht vielleicht was hätte besser machen können bei dir. Der ist recht gut gegangen, der Müller-Torgau. Geht abstellen, noch gleich nochmal ein paar Kisterl. Max, wenn du mir was verschweigst, dann war das jetzt die beste Gelegenheit, das zu ändern. Ja, ich versteh's ja selber nicht. Was soll ich sagen? Ja, wie wär's denn zur Abwechslung einmal mit der Wahrheit? Weil diese Dreckswahrheit, verstehst du das? Du, ich hab einen sau anstrengenden Tag heute, das zweite Mal schon. Machst du was hinter meinem Rücken, ja oder nein? Ria, reden wir später weiter, ich muss mich jetzt da langsam mal vorbereiten. Ah! Na. Stirb einfach. Hilfe. Hilfe! Herrschaft, Zeiten! So ein Klub, so ein Verrecks! Na, das ist eh klar. Mehr wie ein Tod geht wohl nicht. Ja, red vielleicht mal jemand mit mir? Gott? Hallo? Hallo? Was ist denn los, Max? Na, bitte nicht. Hä? Du, komm doch einmal als Mahatma Gandhi. Oder als Marie Karekwatz, gell? Ja, so, ehrlich. Mein Haus das jetzt, ha? Ah, jetzt hab ich's. Sauber. Mach mal ein Plattenspiel ein bisschen lauter. Okay. Ajo.
Tut alles fast aus. Weil ein Rock'n'Roll muss man laut werden, gell? Hey, Vorsicht! Bibi, Neue auflegen. Ja, aber du hast doch gerade noch gesagt. Ah, jetzt darfst. Na, dann pass auf, jetzt pass auf. Ja, was, Trier? Ein Rock'n'Roll, den kann man nicht einfach hören. Ein Rock'n'Roll, den muss man spielen. Und jetzt tust du mal langsam, ja, weil ich bin noch nicht arbeitsfähig. Ja, das sehe ich schon ein. Mit Gehschaden kann man schlecht arbeiten. Hey, du, Max, kennst du den schon? Na, bitte nicht. Nein, das ist ganz neu. Ria, keine Witze und deine schon dreimal nicht. Ja? Also, pass auf. Treffen sich zwei Freundinnen. Sagt die eine, du, mein Mann, der hat mir einen Chinchilla von seiner Reise mitgebracht. Na, sagt die andere, keine Sorge, mit Penicillin bringst du ihn schon wieder weg. Kennst du ihn schon, gell? Nein, kenn ihn nicht. Na, freilich, kennst du ihn schon. Und was macht der Zahn? Angebohrt. Bisschen genauer. Klasse oder geht schon oder ja, mei. Na, sagen wir mal Liz Taylor, so als Hausnummer. Geh. Ich sage dir, ein steiler Hase. Ich hab's gleich am Holzgeld in der Bahnhof auf uns abgefangen, Tobi. Rosenheim? Na, Rosenheim ist durch. Da gibt nichts Gescheites mehr. Niederbayern? Ja, Straubing oder Plattling. Auf jeden Fall irgendwas am Inn jedenfalls. Name? Anna. Alter? Jung nur für die Arbeit, alt nur fürs Papier. Hört sich gut an. Du, alles unter 21 war gegen er, gell? Bin ich ein Schulbuhr oder wie? Na ja. Du, und ein Steh hat die, mir legst am Arsch. So eine Mischung aus Brokkoli und gelbe Ruhm. Du, Baby. Hey, ernsthaft, ich bin total der Kavalier, weißt du das ja eh, aber hinschauen muss ich doch, rein beruflich gesehen, oder? Mhm. Und wo ist sie jetzt? Ja, die Gitti ist mit ihr beim Hertig. Ich hab gesagt, sie dürfen wieder einen 50er auf den Putz hauen, hab ich gesagt, sag ich. Passt, dann ist uns gleich mal was schuldig. Du, auf dem Club weißt du noch nichts. Du bist narrisch, na na. Sie legt Wert darauf, in einer katholischen Hauswirtschaftsschule gewesen zu sein und will nur in einem anständigen Restaurant bedienen, würde. Ja, die werden wir schon anständig katholisch machen, die Anna. Du, Max? Ja. Ah, nix. Nix. Du bist gestern im Fischerbett gesehen worden, bist du. Sagt mir. So. Ja. Na, wird schon stimmen, nur die Arbeit. Max, was hast du vor? Du hast mir einen gefallen und passt auf den auf für mich. Das ist schon komisch, mein Kapo, gell? Jetzt macht der ewig Geschäfte mit den Amis. Da mal ein Beutel vom Audi verkauft, da mal ein bisschen eine gestohlene Sache verräumt. Und mir fällt was, hä? Bis jetzt. Wie wenn einem etwa hingehängt hätte oder so. Gell. So viel Schneid hat doch keiner. Oder so blöd ist keiner. Im ganzen Viertel fragt man sich, wer hat sich das traut, einen Kapu hinzumachen. So ist recht. Also hast du doch du hingehängt. Schmarrn. An die Blauen verpfeift man nicht. Das tut man nicht. Und warum tust du denn so geschäftig und geheim tust? Lieber Bibi, alles zu seiner Zeit. Also gut, ich nehme den Schlüssel. Aber nur mit einer Bedingung. Du versprichst mir hoch und heilig, dass du mit ihnen ausweist, nichts gegen einen Kapo vorhast. Hoch und heilig. Und du ziehst mir in nichts mit dem Kapo nicht mit nein. Nein. Weh, du legst mich an, Max. Da die mir. Ich glaub dir kein Wort. Schwör. Gut. Ich schwör beim lieben Gott. Das ist Zwing. Schwör auf deine Nirtenhosen. Und auf die Lederjacken. Und die Lederjacken? Ja. Gut. Bibi, ich schwör, ich zieh dir nichts mit dem Kapo nicht mit rein. Gut. Gut. Also, na, bin jetzt der Hiebin jetzt. Passt, bis später. Und merci. Ja, ja. Hey. Du, Max, frag doch die Ria einmal nach dem Wetterbericht, frag sie mal. Jetzt lernt man bei euch nicht, oder wie? Er wird halt so viel Ehrfurcht vor dir gehabt haben, dass er sich nicht traut hat. Grüß dich, Bohnieder. Aber du traust dich schon ganz schön viel, Herr Hummel. Hast du das also auch schon da geneist, ja?
Max, ich muss mit dir reden. Sie, gell? Für die allweil nur Sie. Ich habe ja gesagt, Herr Hummel. Also, was ist los bei dir zurzeit? Im Viertel wäre keine Ruhe, ein Gerücht nach dem anderen geht um und um. Beispiel? Zum Beispiel soll es heute eine wichtige Versammlung geben. Bei euch. So, so. Um was geht's denn da? Ich weiß nichts von keiner Versammlung. Und dann die Skrit. Der Kappa, der Dirndl und der 21 Lach verlassen. Geh. Da hat er ja gegen einen Kuppelparagrafen verstessen. Eben. So was macht man doch nicht einmal bei euch. Du, wir sind eine ehrliche Blasen. Aber was der Kapo himself macht, lege ich meine Hand nicht dafür ins Feuer. Dann ist da was drauf. Good save it for rainy day. Du, vielleicht sing ich grad. Du, ich verstehe leider nichts bei dem Rock'n'Roll. Den muss man laut werden, weißt du? Grüß dich, Ria, grüß dich, grüß dich. Bibi, ja, was? Du, Ria? Ich glaube, heute schäbert's noch. Ein Gewitter meinst du? Ein sauberes, ja, aber ein sauberes. Bibi, im Leben darf man auf zwei Sachen nicht stehen. Aus ein schlechtes Wissen und ein Wetterbericht. Ich meine aber eher den Wetterbericht aus der Edstraße, meine ich. Razzia? Sagt wer? Der Zementbini. Und der weiß aus erster Hand, was der Zementbini ist. Ha, der freilich, den wir uns als erstes anrufen, ein Zementbini. Bibi, das Ding. Werd ich nicht zahlt. Ja, ja, werd ich nicht. Du sag einmal, weißt du, warum der Max uns heute alle zusammenkommen lassen will, bei dir? Fragen wir? Ja. Ah ja. Ich hab dir übrigens dein Ratzengift mitgebracht, wie gewünscht hab ich. In der Limoflasche, sehr gescheit. Cola, Ria, Cola. Dann stell's noch hin, ich räum's gleich weg. Servus, Max, servus. Servus, Bibi. Sag einmal, was denn? Was du so beim Jagern? Spinnst? Ich bin ja kein Anfänger nicht. Schön mit Anzug und Krawatte, war ich. So Serio-Dings, weißt du. Mhm. Aua! Muss ich aus! Da möchten Leute vielleicht auch noch schlafen, zu fix. Halt dir ja keiner auf! Der ganze Bur ein Depp. Du, Bibi. Ja, was? Du weißt, dass dir jeder einzelne Finger abfällt, wenn du meine Platten umpatzt, gell? Ja, so, ehrlich. Mein, hast du das jetzt, ha? Ah, jetzt hab ich's. Sauber. Mach mal den Plattenspiel ein bisschen lauter. Okay. Ah, jo. Tut alles fast aus. Bei einem Rock'n'Roll muss man laut werden, gell? Hey, Vorsicht! Bibi, neue auflegen. Ja, aber du hast doch gerade noch gesagt. Ah, jetzt darfst. Na, dann pass auf, jetzt pass auf. Ja, weißt du, Ria, ein Rock'n'Roll, den kann man nicht einfach hören. Ein Rock'n'Roll, den muss man spüren. Und jetzt tust du mal langsam, ja, weil ich bin noch nicht arbeitsfähig. Ja, das sehe ich schon ein. Ja, Gehschaden kann man schlecht arbeiten. Ja. Du, Max. Kennst du den schon? Na, bitte nicht. Nein, das ist ganz neu. Ria, keine Witze und deine schon dreimal nicht, ja? Also, pass auf. Treffen sich zwei Freundinnen. Sagt die eine, du, mein Mann, der hat mir einen Chinchilla von seiner Reise mitgebracht. Na, sagt die andere, keine Sorge, mit Penicillin bringst du ihn schon wieder weg. Ja, mir nicht. Nicht? Ja, dann nimm mal das Eheringerl ab, sonst klappt uns das heute keiner. Du, Manni, hast nicht Unrecht. Meine Frau soll bisher nichts erfahren. Du hast nicht viel zum Sagen daheim. Oh mein, ja. Ich komme erst gar nicht zum Ring. Unser Mitleid hast. Da geht's runter. Danke. So, Max, jetzt hörst du mir bitte einmal zu. Max! Hallo, Max! Kennt ihr euch? Grüß dich, Anna. Grüß dich. Mir ist schon so, als würden wir uns schon kennen. Du weißt halt nicht, woher. Vielleicht aus einem anderen Leben. Der Max ist ein rechter Sprichbeidel, hör einfach nicht hin. Bist du der Wirt da? Nein. Was ist das für eine Wirtschaft da? Das ist ein Nachtclub mit Stripptanz. Alle Dirndln, die da arbeiten, heißt mal Tischdamen, aber in Wahrheit werden es natürlich mehrere. Max, spielst jetzt? Ein Nachtclub, sagst du also? Ja. Ja.
Das hab ich mir schon gedacht. Oder meinst du, ich bin auf der Brennsuppe dahergeschwommen? Nicht, nein. Na, bei dir tue ich aber mehr nicht. Das könnt ihr euch einen Hut aufstecken. Sehr gut. Sehr gut? Ja. Du kommst jetzt einmal sofort zu mir. Nein. Weil ich muss jetzt die anderen in Sicherheit bringen. Von was und von wem bitte? Ja, vor dem Kapo. Wer ist jetzt genau dieser Herr Kapo? Mein Scheiße, den kennst du jetzt noch gar nicht. Ja, das ist unser Vorgesetzter. Der macht aber gerade eine längere Reise und. Na, der kommt gleich. Weil? Weil ich das weiß. Kim. Weit wird sie aber nicht kommen, Zifix. Jetzt hört's mir doch einmal zu. Da läuft was heute Nacht. Der ganze Stachus ist voll. Ja, der Stachus ist immer voll. Aber nicht so. Wir waren gerade ein bisschen heißel. Da kommt auf einmal ein Zeisalmung nach dem anderen. Zuerst hab ich mir gedacht, die kommen vielleicht wegen der Warme, aber. Das sind immer mehr Wahnsinn, das. Die wollen wirklich das ganze Viertel ausheben heute Nacht. Ja, ja, auf geht's. Kommt's, helft mal, die dürfen nichts finden bei uns. Meine Anna und mir müssen wir da noch mal reden, weil das interessiert mich für das Katholische. Also heute spinnen's alle, da die sagen alle. Du, Max? Hast du das schon gehört von dem Postraptor? Ja, freilich. Es sind aber alle registriert, die Scheine. Wenn die Reiber bloß einen von denen ausgeben wollen, dann hat. Wie bitte? Wer Unrecht tut, tut selten gut. Ja, ich muss. Tja. Haben sie uns alle recht allein gelassen. Servus. Ich bin der Kapo. Wir haben 1958 der Adenauer als Bundeskanzler und der Presley ist der King. Wir sind da im Club Paradiso im berüchtigten Bahnhofsviertel, da wo ich das Song hab. Und wo das sündige München daheim ist. Ah, ich merk schon, das kennen ja einige da herin. Ja, das Paradiso ist nicht mein einziges Etablissement. Für mich laufen ein paar Dutzend Zuckerschneckerl. Und zwar gern, weil bei mir geht's ihnen nämlich gut. Da hat sich noch keine beschwert. Die brauchen ja zum Abend nicht einmal richtig aufstehen. Logisch, das verkundet natürlich nicht jeder. Und was man nicht alles nachsagen werden. Aber denen zeige ich schon, wo der Bartel an muss halt. Also. Habt ihr mal lieber? Na schaut's einfach selber. Heute schäbert's noch. Ein Gewitter meinst du? Ein sauberes, ja, aber ein sauberes. Bibi, im Leben darf man auf zwei Sachen nicht stehen. Auf ein schlechtes Wissen und einen Wetterbericht. Ich meine aber eher den Wetterbericht aus der Edstraße, meine ich. Der Razzia? Sagt wer? Der Zementbini. Und der weiß aus erster Hand, was der Zementbini ist. Ja, freilich, den wir uns als erstes anrufen, ein Zementbini. Bibi, fürs Denker. Werde ich nicht zahlt. Ja, werde ich nicht. Du sag einmal, weißt du, warum der Max uns heute alle zusammenkommen lassen will, ich will dir? Fragen wir? Ah ja.
Servus. Ich bin der Kapo. Wir haben 1958 der Adenauer als Bundeskanzler und der Presley ist der King. Wir sind da im Club Paradiso im berüchtigten Bahnhofsviertel. Da, wo ich das Song hab. Und wo das sündige München daheim ist. Ah, ich merk schon, das kennen ja einige da herin. Ja, das Paradiso ist nicht mein einziges Etablissement. Für mich laufen ein paar Dutzend Zuckerschneckerl. Und zwar gern, weil bei mir geht's ihnen nämlich gut. Da hat sich noch keine beschwert. Die brauchen ja zum Abend nicht einmal richtig aufstehen. Logisch, das verkundet natürlich nicht jeder. Und was man nicht alles nachsagen darf. Aber denen zeige ich schon, wo der Bartel an muss halt. Also, habt ihr mal lieber? Dann schaut's einfach selber. Du Elendiger. Wenn's mich damit erwischen, als wurscht, oder? Als wurscht. Ja, gut, mit denen feit nix. Und ich hab die extra noch gefragt, was. Du, Mann, ich schleiß dich jetzt einmal, gell? Ich glaub, die brennt der Hut, die bleibt. Sie bleibt. Und wenn die uns verpfeift? Tut's nicht. Sicher. Also, Schlüssel. Also gut. Ich hab ja nicht genau gewusst, was du mit denen Ausweis vorhast, aber wohl war mir bei der Sache einfach nicht. Und deswegen habe ich den Inhalt von dem Schlüsselfach einfach ein wenig austauscht. Spinnst du? Ich nicht, Max. Ja, gut, und gegen was hast du das dann austauscht? Du selber hast mir doch gesagt, dass die Scheine von diesem Postraub da alle registriert sind. Hast du gesagt, sagst du, gell? Ja, Trier hat das gewusst, ja. Und hast du auch gewusst, dass die Deutsche Bundesbahn bloß noch mehr 6 alte Postwaggons hat, die man von unten aufschneiden kann? Hast du das gewusst, hast du? Und dann musst du erst einmal herausfinden, wann einer von den blöden 6 Waggons in Minger ist, musst du erst einmal. Wie möchtest du mir gerade sagen? Dass das scheiß Geld jetzt in dem Schlüsselfach ist, ganz genau. Bivi? Das ist doch nicht fair, ist das nicht. Registrieren die einfach meine Scheine, registrieren die die. Du hast... Ich hab mir von der Deutschen Bundespost ein wenig Geld ausgeliehen. Ja. Aber hilft ja eh nichts, weil es nicht ausgeben kann. Und wo hätte ich auch hin sein mit dem Geld? Deswegen habe ich mir gedacht, stifte ich das Scheißgeld am karitativen Zweck. Na, schaust jetzt, gell? Schaust. Bivi. Es tut mir leid. Da ist er ja, unser Held. Ja, sagt mal, in meinem Hof fertig geschossen. Seid ihr Kapo. Wirst mir du sagen, oder? Was tust denn du schon da? Hast du nicht nur 3 Wochen? Ist wegen einer guter Führung vorzeitig entlassen. Okay. Ja, da ist er aber schon gut informiert. Wer sind Sie? Anna Hirla, ihr die. Brauchst gar nicht, meiner. Hast du Ihren Ausweis angeschaut? Und? Ist schon einer 20. Ich hab nämlich gehört, dass man da einer ein bisschen an Hax hinbisseln will. Weißt du da vielleicht was? Ja. Ich hab die Reiling wollen. Ich wollte dir sagen, dass ich jünger, gescheiter und einfach besser bin wie du. Max, spinnst du jetzt? Und jetzt geht der Muffi, weißt Gott, dass du singst. Weißt du was? Du gibst mir jetzt den Schlüssel, wo mir der Bibi gerade